Ist das Ding an? Der Gerät ist an. Der Gerät ist an? Ja, sogar Willi. Gerade eben hat alles nur angetäuscht. Das haben natürlich jetzt die Zuhörer gekriegt, wo du mich so ein bisschen veräppelt hast. Aber jetzt ist das Ding an. Richtig. Wir sind nicht ganz voll, aber dafür auch nicht angesabbert, oder was? Jetzt? Genau. Wie hattest du mir vorhin die Wasserpulle angepriesen, die du mir gereicht hattest? Oh Mann. Moin Leute, erstmal ein frohes neues Jahr gewünscht. Auch aus... ein frohes neues Jahr gewünscht, wir haben hoffentlich bald. Genau, aus Allianzhausen. Und genau. Ja. Die Musik aber, L'Allianz. Wo wir wieder bei, wir sind nicht ganz voll, aber... Ach komm. Meine Güte. Ich habe hier tatsächlich nur Salvus Mineralwasser vor mir stehen und du hattest mir auch glaubhaft versichert, dass das Wasser ist, was da drin ist. Ja, bis jetzt schon. Und nicht angesabbert, das ist ganz ja, wichtig. Ganz wichtig. Nee, erstmal... Wer möchte schon eine angesabberte Wasserflasche haben? Das stimmt. Erstmal die Frage, natürlich hoffentlich habt ihr da draußen Weihnachten und Neujahr und alles gut überstanden in nüchterner oder vielleicht auch nicht so ganz nüchterner Form. Ja, nüchtern, das muss man jetzt, nüchtern, also jetzt mal den Teufel mal nicht an die Wand. Ja, weiß ja nicht. Ja, also, ne? Also, keine Ahnung, was ist das bei der Oma, die vielleicht ja, nicht mehr so ja, fit ist. Ja, siehst du, da hast du schon die ganze Familie an Weihnachten um dich rum und da musst du auch noch nüchtern bleiben, das ist nie einfach. Ne? Gibt vom einen Extrem ins andere. Entweder zückt der eine oder andere irgendein Likörchen aus dem Schrank, 30 Jahre gut Butter gereift oder halt eben nicht. Nun. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch ein bisschen uns... Wir hoffen auch in erster Linie, dass ihr nicht über die ganzen Feiertage den Keller ausschütten musstet, weil... ja, so wie ich. Zumindest hier in den hiesigen Gefilden, wo wir aufzeichnen und um uns rum ist doch sind die Wasserstände doch wohl ziemlich nach oben gegangen in den letzten Wochen. Ja, in der Tat. Also, wie gesagt, ich meine, wir haben noch auf hohem Niveau. Wir holen momentan auch irgendwie so mindestens mal einen Putzeimer aus dem Keller, so 10, 15 Liter, wegen diversen Löchern in der Wände, die so bestimmt am Siffen sind. Aber... Wie gesagt, also die haben wir auf hohem Niveau. Es gibt einige, die da mit Sicherheit deutlich mehr Last haben. Und damals, ich hatte davon schon mal über das Ahrtal gesprochen, damals, da sind ganze Häuser weggeschwommen. Die hatten also nicht nur zwei Eimer Wasser im Keller. Da war der reißende Fluss, war der Keller. Ja, das war ganz, ganz schwierig. Aber ja, wie gesagt, hier im Nordwesten, ich hoffe, dass es bald Ruhe gibt. Soll ja jetzt sich ein bisschen entspannen. Aber, man ist ja. Es hier halt nicht gewohnt. Ne? Ist auf jeden Fall so. Ist auf jeden Fall so. Und ja, wie gesagt, hoffen dass ihr trotzdem, trotz allen Widrigkeiten zum Trotze, ein bisschen auch mal Ruhe finden konntet, ein oder andere mehr, ein oder andere weniger. Und gehen wieder munter an den Start. Ich mach Schlaggeräusche, du sagst, wir gehen munter an den Start. Das war Absicht. Arsch. Ne? Und starten ganz charmant in Folge 124 mittlerweile. Ist das so? Jawohl. Die erste Folge im Jahr 2024 hat ist die 124. Okay, also, hätten wir es damals geplant. Nein, aber es ist... Als hätten wir jedes Mal, wo einer krankheitsbedingt ausgefallen ist, wir eine Folge haben ausfallen lassen müssen, als hätten wir es da schon genau. Gewollt. Total, total, total. Nee, und wir haben ja doch so... TV total ist die Serie damals, aber das ist was Wir haben so ein paar Themen, haben wir dann doch an den Start gekriegt, trotz der... Ja gut, wir haben uns ja vorher nicht mehr großartig abgesprochen, weil ich war ja froh, dass ich zwischen den Jahren nicht unbedingt... mit dir so viel reden musste, weil ich rede ja schon während des Jahres sehr viel. Quatsch. Ich habe tatsächlich nur ein Thema an den Start gebracht, wo ich mich etwas intensiver mit auseinandergesetzt habe. Das ist ein Musikalbum, was auch der Metal Hammer, wie ich vorhin festgestellt habe, sehr lieb gewonnen hat. Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Und ich habe zum einen habe ich noch so die ein oder andere News mit dabei. Tatsächlich noch drei Singles, die noch in der Vergangenheit so rund um Weihnachten und kurz davor noch an den Start gekommen sind. Dann, ja, das besagte Album von Fiddler's Green, The Green Machine. Ja. Da quatschen wir drüber. Ist zwischendurch herausgekommen. Und ich gebe nochmal eine ganz kurze Erzählung, was denn so auf diesem Christmas-Metal-Meeting los war. Wir waren beziehungsweise ich und die Allianzfrau waren zumindest für einige Konzerte. Ich möchte nochmal für die Unwissenden anmerken, die Allianzfrau bin nicht ich. Das ist kein Kosename, den Kevin für mich hat. Es ist wirklich deine Frau, die dann ja, war. Ja, genau. Und wir waren ja auch vor Ort. Es ist auch nur deine Frau. Es ist nicht die Frau der gesamten Allianz. Das wäre ein bisschen, das würde ein bisschen strange, seltsam. Das wäre sehr merkwürdig. Nein, nein. Und wir waren noch Hasen. Wir sind hier nicht beim Metal. Ich wollte aufhören drüber zu. Wir waren. Aufhören drüber zu lästern. Aber. Wir haben uns dann, wie gesagt, das Christmas Metal Meeting dann angeguckt. Beziehungsweise tatsächlich, wir haben nicht alles geschafft, weil wir beide nicht so hundertprozentig unterwegs waren. Also deine Frau. Genau. Und von daher habe ich dann. Wir haben jetzt drei Auftritte komplett gesehen.
Und da können wir jetzt ein bisschen was zu erzählen, denn es war alles ziemlich lokal. Also und, was heißt hier wir? Du wirst ja was zu erzählen. Ja, geben, in dem Fall erzähle ich das, genau. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal den Vortritt so ein bisschen erstmal. Ja. Und zwar, News habe ich eigentlich nur drei. Tatsächlich. Zum einen. Ich habe gestern ausgelesen, das suche ich mir gerade raus, aber ich glaube, das hast du ja auch gerade. Zum einen hat die Metal-Cover-Truppe rund um UMC haben veröffentlicht, und zwar das Album 80s in Metal. Ich habe noch nicht reinhören können. Das Album ist schon draußen. Ist draußen, genau. Also 90s in Metal Volume 2 war ja das Album, was Anfang des Jahres. Anfang dieses Jahres sowieso nicht. Anfang letzten Jahres oder im Jahr davor rausgekommen ist. Ja. Das ist angekündigt worden, hat dann Ewigkeiten gedauert, bis es wirklich rausgekommen ist. 80s in Metal war gefühlt gestern angekündigt, heute da. Ja, angekündigt ist das schon ein bisschen vorher gewesen tatsächlich. Sorry, okay, wenn ich da mal kurz vom Bus werfe. Aber ja, es kam kurz vor Weihnachten, kam das auch raus. Ich maße mir nicht an, dass ich Ahnung habe. Ich laber nur dumm. Nee, und das ist rausgekommen. Das ist tatsächlich erstmal zur Kenntnisnahme, weil ich habe noch nicht reinhören können, aufgrund von Zeitnot tatsächlich. Und werden wir vielleicht auch nochmal das Thema nehmen. Ich hab's gut gefunden, weil ich wusste, dass es rauskam. Ja. Ne? Dann Peyton Parrish ist am Start schon wieder. Der Typ ist untriebig wie die Sau. Ja, da kommt man auch nicht mehr mit, ne? Nee, überhaupt nicht. Also der hat schon wieder das Album Soul jetzt angekündigt, am 5.1., also quasi in zwei Tagen stand heute. Ist das dann auch jetzt wieder Wikinger-Rock? Oder er hat zwischen den letzten beiden Wikinger-Alben hat er da, glaube ich, noch ein Disney-Album gehabt? Oder? Ich habe keine Ahnung, ich kann mich komplett überraschen lassen. Ja, aber der hatte ein Disney-Album zwischen den beiden Wikinger-Alben. Ja, das ist richtig. Wenn ich dir eine Frage stelle, eben darauf eingehen. Das in der Vergangenheit, ja. Keine Ahnung, das ist jetzt hinlänglich bekannt und das geht mir ja nicht anders. Siehst du? Wir waren auf Angebote vom Metalhammer. So. Nein. Die Angebote können ja kommen. Ja, machen wir nicht. Das ist auf jeden Fall noch Phase. Das kann sein, das hängt so ein bisschen davon ab, wie der nächste Außeneinsatz so vonstatten geht. Wir plaudern mal so ein bisschen aus dem Backstage, aus dem Nähkästchen. Du planst zum Wochenende hin, glaube ich, mit der Allianzfrau. Genau. Wieder Zivihausen aufzusuchen. Richtig. Mit den Zivis nochmal ein Gespräch über die Band, nicht über das kommende Festival. Das wäre ja langweilig, wenn ihr die Folge nochmal machen würdet. Richtig. Für den Zuhörer, für euch wäre es mit Sicherheit interessant. Soll ja ganz lustig gewesen sein da vor Ort. Das war sehr amüsant. Ist richtig. Ich werde es wieder mal zeitlich leider Gottes nicht schaffen, aber du wirst dann dich mit den Zivis auch nochmal über die Band selber unterhalten. Richtig, weil da ist auch durchaus bewegte Historie vorhanden, denn die Jungs blicken auch schon auf diverse Jahrzehnte an Bandhistorie. Also die haben ganz jung angefangen und von daher so ein bisschen mal die Entstehungsgeschichte. Es gibt auch ein paar Songs, wo ich mal echt Fragen habe. Hab ich das letzte Mal schon gefragt, wie alt sind die eigentlich? So vom, die Band? So, die Band ist ein paar Jahre, die gibt es schon ein paar Jahre länger, aber... Du, die Protagonisten. Ich kann dir sagen, wie das Wetter draußen ist. Momentan dunkel, weil... Dann nimm die Frage mal für Freitag mit. Das Problem ist, ich bin in Altersschätzen so scheiße. Ja, deswegen. Nimm die Frage für Freitag mit. Ne, ich habe keine Ahnung, wie alt die Jungs sind tatsächlich. Ja, alles gut. Aber alles für mich gut. Ist da Alter in dem Sinne, wenn die Leute cool sind, bin ich mit denen auch cool. Warum erzählen wir das Ganze jetzt? Also was du sagen wolltest ist, ihr wisst nicht, ob ihr euch gegebenenfalls verquatscht. Ihr habt durchaus die Gefahr am Horizont auf euch zukommen sehen. Genau. Schon. Und deswegen weiß man nicht, ob es zwei Zivi-Folgen geben wird oder nur eine. Und je nachdem, wenn es eine Zivi-Folge gibt, werden wir dann in zwei Wochen noch gegebenenfalls über das Peyton Parrish-Album sprechen. Genau. Ansonsten müssen wir gucken, was in drei Wochen passiert. Ja. Habe ich so richtig wiedergegeben, ne? Ja, das kommt hin. Also wie gesagt, weil dadurch, dass wir ja auch schon jetzt in der Vergangenheit erlebt haben, dass man gerade so, wenn man mal ein bisschen aus dem Nähkästchen auch geplaudert kriegt, in dem Fall, was erzählt kriegt, ich sag nur Rockwasser Jean-Luc Neurotox, was plötzlich ein Zweiteiler geworden musste, weil die Jungs von Neurotox alleine eine Stunde richtig abgerissen haben und Feuerwerk erzählt haben. Und die Jungs von Rockwasser, die haben sich wirklich gezügelt, sag ich mal. Die hätten wahrscheinlich auch noch mehr erzählen können, aber... Gesichert. Aber, und auf jeden Fall, das sind diese spontanen Entscheidungen, dass man dann sagt, ja komm, wir splitten. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, wir haben ja schon mal eine Doppelfolge mit Rockwasser gehabt. Richtig. Beim ersten Interview. Richtig. Das ist ja schon mal aus dem Ruder gelaufen. Ne? Richtig, deswegen, ja. Wäre ja langweilig, wenn es jedes Mal aus dem Ruder läuft. Ne? Ja, nun, und das ist halt eben gerade mit den Jungs, wie gesagt, wer die Schnickschnack-Folge gehört hat, Empfehlung übrigens mal reinhören. Wer ansonsten am 20.07. nichts vorhat, Empfehlung hinkommen. Nach Läden zum Festival. Am 20.07.2024, Schnickschnack-Festival Läden, genau. Richtig. Headliner, Civil Courage. Die spielen auch, Co-Headliner JBO. Genau. Und wichtig ist, das ganze Moped ist ein Rock'n'Roll-Frühshoppen. Das heißt, Einlass 10 Uhr, Beginn 11 Uhr morgens. Ja. Und schön mit dem Pilz im Hals. Darf Home Red Meat.
Home Reared Meat. So ist richtig. Ja. Um die Uhrzeit schon spielen oder müssen die wirklich erst einfach ein bisschen dunkel ist? Ich kann es dir nicht mal sagen. Die spielen auf jeden Fall auch. Wer die Band bislang noch nicht kannte, aber da mal was von sehen will, dem sei unser YouTube-Kanal ans Herz gelegt. Richtig. Hast du zwei Videos? Zwei Videos, einmal das Intro, einmal so mitten aus dem Konzert. Denn die haben auch auf dem Christmas Metal Meeting gespielt. Da komme ich später noch zu. Genau. Genauso wie. Stimmt, Entschuldigung. Jetzt erzähl du, ja. das hast genauso, du jetzt sagen, genauso, also scheinbar auch gespielt hat. Richtig, genauso wie die zweite Band, die auch auf dem Festival, tatsächlich auf dem Schnickschnack-Festival spielt, Ride at the Moon scheinbar. Auch dazu werde ich noch gleich ein bisschen was erzählen. Auch dazu gibt es zwei Videos, die euch absolut ins Herz gelegt werden sollten, denn da seht ihr mal, was die Jungs live können. In dem Zusammenhang auch nochmal, sollte auch nochmal die Folge ans Herz gelegt werden. Ich weiß nicht genau, welches war, wo wir gegen Ende letzten Jahres das Album von Ride in the Moon, scheinbar das Debütalbum, besprochen haben. Midnight Anthems heißt das Album. Da kriegt ihr so ein bisschen was zu hören, was die Jungs so machen, ob die was können und warum die was können. Ja, genau. Dann könnt ihr euch die Videos auf YouTube angucken. Ja. Da gibt es auch noch ein älteres Video vom Kanu Camp vor zwei Jahren. Ja, zwei Jahre. Zweieinhalb. Ja. Vor gut zwei Jahren. Da haben die Jungs auch schon mal gespielt. Da haben wir sie kennengelernt. Also musikalisch. Ja, da gibt es auch noch ein Video von den Jungs. Und dann wisst ihr, warum ihr euch Tickets für Schnickschnack Festival holen solltet. Unter anderem, genau. So, und wir starten, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin schon nur dabei. Deswegen, da kommt ich wollte eben noch eine News raushauen, die ich gestern gehört habe. Erzähl. Arch Enemy hat einen Gitarristen gewechselt. Ey? Ja. Oh. Das habe ich in einer auf der Internetseite eines deutschen Musikzeitschrifts habe ich es nicht gelesen. Ich bin da drüber gestolpert. Ja, man kriegt ja in Handybrowsern gerne mal so die irgendwelche News, die einen interessieren könnten, vorgeschlagen. Ja, stimmt. Ne? Und ich weiß nicht warum, ich kriege da teilweise auch von anderen von der Musikpresse teilweise Sachen vorgeschlagen, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie diese Algorithmen funktionieren. Auf jeden Fall, der Gitarrist Jeff Loomis ist nicht mehr bei Arch Enemy. Die haben sich, glaube ich, gegenseitig im Einvernehmen mehr oder weniger getrennt. Okay. Der Nachfolger Joey Conception. Ja, nee, doch, so heißt er, Joey Conception, hatte, glaube ich, vorher schon mal zwischendurch bei Arch Enemy ausgeholfen. Okay. Und wird es, so wie ich das jetzt auf die Schnelle gelesen habe, dauerhaft Jeff Loomis ersetzen. Und da schießt mir noch was anderes ein, deswegen mache ich gleich mal weiter. Ich hatte es ja schon das eine oder andere Mal über Dimitri, die Band aus Tschechien. Yes. Die ja zwei Sänger haben, einmal für den die tschechischsprachigen Alben. Protos hieß er, glaube ich. Ich glaube, bürgerlich Jan irgendwas. Ich sag mal ja. Ja, und dann haben sie ja den Alan Ljubic verpflichtet für den internationalen Markt, weil die ja auch in Deutschland und genau. So ein bisschen Fuß fassen wollen. Die haben in Tschechien ja schon irgendwie über 1000 Konzerte gespielt, sind da eine etwas größere Nummer, aber eigentliche Sänger hat zeitlich nicht gewuppt gekriegt. Mhm. Und die haben sich jetzt auch getrennt. Dimitri und der alten, nicht Alan Ljubic, der ist noch da. Ja. Die bringen jetzt auch noch ein Album, englischsprachiges Album wieder raus. Ja. Anfang diesen Jahres, nachdem sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr wieder ein tschechischsprachiges Album rausgebracht haben. Aber die haben wirklich auch sich von dem tschechischsprachigen Sänger getrennt. Das habe ich jetzt auch nur bei einem Podcast, den ich hier auch diverse Male schon, von einer befreundeten Band, den ich hier diverse Male auch schon angesprochen habe. Der Beichtisch, ja. Genau, der Stuhl. Da habe ich das erfahren, weil da nämlich auch Hämatom beim Abschiedskonzert zu Gast waren. Die haben nämlich die O2 World in Prag nochmal eben voll gemacht fürs letzte Konzert. Okay. Soll aber auch wohl nicht ganz so sauber abgelaufen, was heißt nicht ganz so sauber vielleicht schon, aber nicht ganz ohne Nebengeräusch abgelaufen sein, die Trennung. Oh, scheiße. Okay. Also ich glaube, so wie Ostwas, glaube ich, von Hämatom in dem Podcast gesagt hat, der Sänger irgendwann auch nochmal geschrieben, dass er hofft, dass man in ein paar Jahren sich wieder in die Augen gucken kann. Okay. Und dass er den Jungs für die Zeit dankt. Also man hat noch gegenseitigen Respekt, aber im Moment ist wohl irgendwie nicht so ganz ohne Störgeräusche abgegangen. Irgendwas muss da gelaufen sein. Das hört sich sehr, sehr danach an tatsächlich. Ja. Es muss wohl ein Video gegeben haben, wo dann das gemeinsame Schaffen dazu Grabe getragen worden ist. Das habe ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht angucken können. Ja. Bin irgendwie immer drüber hinweggekommen. Da soll auch noch irgendwie eine Ankündigung
gewesen sein, dass es in Kürze Neues gibt, wie es weitergeht. Also möglicherweise, wenn die mit zwei Sängern dann noch weitermachen, weiß ich nicht. Oder ob sie sagen, Alan Ljubitsch macht jetzt alles. Wird sich zeigen dann, ne? Aber das hört sich ja schon mal nicht so schön, nicht so gut an, tatsächlich. Zumal die ja jetzt auch so ein bisschen auf der Überholspur jetzt auch noch ein bisschen mehr unterwegs sind. Ja, aber das ist ja jetzt nicht mit dem, sondern mit, also mit, ja, mit, Band mit, als solche dann auch. Mit dem ausgeschiedenen Sänger, sondern halt mit, also im internationalen Markt mit Alan Ljubitsch. Die Band als solches hat ja den Bekanntheit gerade. Wenn du die O2-World mal eben voll machst beim Abschiedskonzert, dann bist du ja in dem Land auch schon eine Nummer, weil die so eine O2-World in Prag oder in einer O2-World in einer größeren europäischen Stadt ist in der Regel nicht mit 100 Leuten voll besetzt, sondern da passen ein paar mehr rein. Das ist so. Das ist so. Naja, von daher, mal gucken, wie es da an der Stelle weitergeht. Es ist noch weitergegangen und zwar in Sachen Ankündigung für, du hast die Band tatsächlich schon mal kurz thematisiert vorhin. 20 Jahre Rockwasser in Coesfeld im November diesen Jahres, am 2.11. Die haben jetzt, nachdem wir ja tatsächlich quasi live on air noch den ersten von drei Support-Bands quasi mit reingeschmissen hatten, haben die natürlich auch die anderen beiden bekannt gegeben. Und ich stimmt, King Kongs Dio-Roller war ja bei der letzten Folge noch. Vor dem La-Awards. Vor dem La-Awards, okay, ja. Na, da hatten die King Kongs Dio-Roller mit reingepackt. Nee, war das vor? Nee, wir glauben mehr. Wir haben es auf jeden Fall live in der Sendung. In der Sendung, also, genau. Wenn als ihr es gehört habt, war es nicht mehr live, aber in der Sendung direkt drin gehabt. Während der Aufzeichnung, Während der Aufzeichnung, genau. Und ich bin immer noch gespannt, was da bei dem Namen auf uns zukommt. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist, glaube ich, nur ein Video danach mal veröffentlicht worden. Man kann die Jungs ja auch irgendwie nicht googeln, sondern Spotify oder sonst googeln auch, aber irgendwie streamen. Ich habe noch nicht reingehört. Ich bin echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Auf jeden Fall. Und im Anschluss sind noch Eisbrand angekündigt worden, was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schade, dass die da spielen. Und Willkür, auch eine durchaus namhaftere Band aus dem Deutschrock-Sektor. Willkür habe ich schon auf diversen Veranstaltungsplakaten gelesen. Ja. Auch wieder eine Band, ähnlich wie Neurotox tatsächlich. Schon oft gelesen, noch nie reingehört. Werden wir bis dahin bestimmt mal ändern, zumindest ich für meinen Fall. Ja, oder man lässt sich wieder ähnlich wie bei Neurotox überraschen. Ja. Mal gucken, was die Zeit auch so sagt bis dato. Ja. Bis dahin. Von daher hoffe ich. Es sind zwar noch ein, zwei Monate hin, aber. Und ich hoffe. Weihnachten kommt dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr plötzlich. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht, ganz vielleicht, in diesen drei Bands nochmal Gesprächspartner finden. Ja. Es ist nicht auszuschließen. Die Verhandlungen laufen. Weiter geht's. Singles, genau. Singles haben wir auch noch. Die Verhandlungen laufen, wir werden ja käuflich, so ist das ja nicht. Ansonsten, ich habe noch drei Singles tatsächlich mit an den Start gepackt, die du irgendwie noch nicht auf dem Schirm hattest tatsächlich. Nee, die sind, was heißt, an mir vorbei? Ja doch, man kann auch sagen, an mir vorbeigegangen tatsächlich. Kommt hin, ne? Ja, das ist, ne? Und zwar tatsächlich drei Singles, zum einen von Insanity Moments, die ja bei dem La Awards tatsächlich für 2023 für mich den Album des Jahres ja abgeräumt haben. Oh, okay. Haben wir eine neue Single rausgehauen, Nasty Finn, 3 Minuten 14, langer Ding, vom 15.12., also mittendrin, wo wir bei dem La Awards dann busy waren. Ah, okay. Und hätte es, ist er ja nicht mehr obwohl es ja letztes Jahr gewesen ist, nicht mehr in deine Awards reingekommen. Hätte es den Song des Jahres Potenzial gehabt? Leider nein. Ah, okay. Das tut mir fast ein bisschen leid, aber es ging, also sagen wir so, Song geht direkt Eskalation, direkt Screamo, geht, also, da wird nicht lange gefackelt, da wird es direkt aus dem Maul. Song selber bleibt weiter wild, gibt wirklich richtig was vors Fressbrett. Dann waren da so ein paar ganz seltsame Bassbeats zum Ende hin, die mich ein bisschen, also die ganze Nummer hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen. Okay. Ich habe die wohl ein paar Mal angehört wohl. So leid mir das tut, aber die hat mich jetzt nicht ganz so gekillt. Also da bin ich jetzt irgendwie bei 6,5 von 10 reingekommen, weil ich weiß nicht wieso, aber irgendwie das Ding hat mich nicht gehuckt. Sorry, Leute. Ja, du, also, ich sag nicht, dass es scheiße ist, aber es ist halt definitiv lange nicht so das, was ich von den Jungs, ich sage jetzt nochmal Thema Album, da tatsächlich irgendwie gewohnt war. Also das Ding hat mich irgendwie nicht abgeholt, sorry. Ich hätte es fast gesagt, es ist nicht schlecht, aber halt auch nicht gut, aber ist ja immer subjektive Meinung. Natürlich, Ansichtssache. Das war jetzt einfach nur ein Spruch, den ich irgendwo mal am T-Shirt, ne, ich T-Shirt nicht, gelesen habe. Ich wollte es nicht unter den Tisch fallen lassen, die Nummer. Aber wie gesagt, so das, was jetzt auf dem Album zum Beispiel war, war halt für mich deutlich geiler. Ist einfach Fakt. Ja, vielleicht muss man einige Songs noch ein paar Mal häufiger hören. Ja, wie gesagt, da habe ich es ein paar Mal getan. Auch nicht jeder Song einer Band, nicht jeder Song jeder Band muss immer gut sein. Richtig. So gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche, die sagen, boah, geiler Song.
Absolut, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Und tatsächlich, wir bleiben bei Verrücktheiten, denn Insanity. Ja, wir bleiben bei Verrücktheiten. Insanity ohne Moments. Du schaffst es echt, den Zuhörer zu fesseln gerade. Insanity ohne Moments, und zwar die Jungs aus Paderborn, die wir auch schon im Interview hatten. Also, Insanity ohne Moments ist Error 404, oder? Nee, das ist der Song. Ach so. Na, die Jungs, die wir halt auch schon mal im Interview hatten, auch schon live gesehen, ja, haben auch am 15.12. tatsächlich, deswegen ich war etwas wirklich etwas verwirrt, haben der Tag war Insanity. Insane auf jeden Fall. haben den Song Error 404 rausgebracht. Stimmt, das macht mehr Sinn. Ja, wenn Fragen sind, einfach klopfen. Ja. Na, Error 404 passt auch in dem Fall ganz gut. 3 Minuten 18 lang. Also auch fast dieselbe Länge wie vorher die Nummer. Oh. Die hat mich allerdings da ein bisschen mehr gekriegt. Also es geht flott und melodiös ging es da los. Passend zu diesem, ich nenne es jetzt mal Cyber-Computer-Thema, Error 404 ist ja, wenn du, ja. Kennst du? Ja, das kenne ich. Ne? Wenn die Seite nicht aufruft, also auf jeden Fall beim Surfen kommt das hin. Ja, genau. Mal. Genau, wenn du so auf der Welle bist und so, da kommt dann irgendwann so ein Brett und dann steht da 404 drauf. Passend zum Thema, wenn ihr sein Gesicht jetzt sehen könntet, Leute. Ja. Erste Folge im neuen Jahr und direkt schon fürs ganze Jahr Kaffee auf. Ich find's gut. Willkommen bei der Musiklaber-Allianz. Nun, ich trinke nochmal einen Schluck von dem nicht angesabberten Wasser, ne? Jo, Prost. Ja, wie gesagt, zu dem Song, passend zum Thema, wie gesagt, auch mal so ein 8-Bit-Element mit eingebaut, was ich sehr abgefahren fand. Ansonsten im Großen und Ganzen wirklich eine coole Nummer. Zum Ende hin wird's ein bisschen flotter, wird ein bisschen der Tempo aufgenommen. Gitarre und Drums kommen da auch sehr, sehr gut, machen mir viel Spaß. Die Nummer gefällt mir gut. Da bin ich bei 8,5 von 10. Ah, ja, guck. Also die hat mich durchaus da gepackt und machte mir auch definitiv Spaß. War das Glas an dem Teil ja zumindest halb voll? Definitiv etwas voller noch, aber also das Glas. Ja, also bei 2, ich weiß nicht, was du an dem Tag so getrieben hast, aber zumindest bei 2 Songs von uns bekannten Bands, kleineren Bands, hatte ich zumindest einer gepackt und einer weniger. Ach so, meinst du, das Glas halb voll? Okay, das stimmt. Nee, die Nummer, die hat es auch auf meine Playlist, auf meine, also private Standard-Playlist, so Stamm-Playlist geschafft. Die höre ich wohl gern, sehr, sehr gern zwischendurch. Also nicht die Playlist, sondern auch der Song. Von daher bin ich ja mit 8,5 von 10 ganz gut unterwegs. Ich habe mir eine private Playlist gemacht, die höre ich zwischendurch ganz gern. Ja, das hat so eine private Playlist manchmal an sich. Ist so. Wenn du sie nicht gern hören würdest, dann kannst du die der Schwiegermutter schicken. Genau. Kann so, irgendwer es irgendeiner Schwiegermutter schicken? So wie, also nicht, so wie unsere Folgen, ne? Ihr wisst ja, wenn euch, jetzt mal kurz Werbung, wenn euch unsere Folgen und das ganze Gedöns, was wir hier so von euch uns geben, auch gefällt und ihr gerade zufälligerweise mit dem Handy am Spotify hören seid, dann geht doch mal bei uns auf diesen Musiklaber-Allianz-Profil. Da könnt ihr auch bewerten, wie ihr den Podcast gefunden habt. Ja. 5 Sterne sind geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen dadurch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt es eurer Schwiegermutter oder so, dann kann die ja nochmal reinhören. Was ich auch ganz charmant fand, ich bin ja auch in unserem WhatsApp-Kanal drin und kriege dann ja auch die Informationen, die dann da reinflattern. Und da hat, ich weiß auch nicht, wer es gewesen ist, also besagter Musiklaber-Allianz-Kanal, heute noch rausgehauen, man kann ja auch neue Leute dazu einladen. Ja, genau. Also wenn ihr noch jemanden habt, der Metal... Wie hattest du das geschrieben? Du hattest die Nachricht ja verfasst. Wenn jemand nur irgendwen kennt, der aus dem der dem Musikgenre Metal, Rock und Mittelalter zuträglich ist, genau, den gerne einladen. Genau. Du zeigst es mir gerade. Alle, die mit unseren Musikrichtungen Rock, Metal und Mittelalter was anfangen können, sind bei uns goldrichtig. Vielleicht sind ja auch alle anderen goldrichtig bei uns. Also alle, die damit nichts anfangen können. Die Schlagerfans, die Volksmusikfans, und ich drücke mich bewusst unbewertend aus. Schwierig aus. Die Hip-Hop-Fans, die Techno-Fans und alles, was so dazwischen ist. Ja. Vielleicht wissen die ja gar nicht, dass es da noch bessere Musik geben kann. Oder Musik, die denen gegebenenfalls besser gefällt oder auch gefällt. Stimmt. Guter Punkt. Also, ja, siehste. Guter Punkt. Also, wer, ich sag mal, mit Facebook und Instagram man könnte meinen, ich höre regelmäßig Medo Moschpil. Wer mit, ich sag mal, Facebook und Instagram vielleicht nicht ganz so viel anfangen kann. Ich habe auch schon Medo Moschpil gesagt, Medo Moschpit. So ihr könnt zum einen, du hast gerade den YouTube-Kanal schon mal angedeutet, da haben wir auch unregelmäßig mal das eine oder andere Video. Gerade so Konzerte sind Thema, Vlogs werden vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr demnächst. Und, fängst du demnächst auch noch an, TikTok-Videos zu drehen? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. TikTok lasse ich bleiben. Und eben besagten WhatsApp-Kanal, da könnt ihr halt eben so ein paar Infos hören und auch, wenn neue Folgen draußen sind oder einfach mal hier da so ein bisschen was an Infos, News und bla 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 und also alles querbeet, alles kann, nichts muss.
Ne? Genau. Also von daher könnt ihr mal auf entweder auf WhatsApp suchen. Ich hoffe, dass das euch angezeigt wird, weil die WhatsApp-Suche sehr schwierig ist. Das habe ich schon festgestellt. Oder aber ihr guckt mal, jetzt wollte ich sagen, bei Facebook, Instagram. Ja. Scheiße, ich muss mir noch was einfallen lassen, dass ihr da irgendwie drankommt. Nun, da komme ich nochmal irgendwann zu. Aber wie gesagt, könnt ihr gucken, dass ihr irgendwie da drankommt. Ist unsere E-Mail-Adresse nicht, wenn die uns hören. Im Zweifelsfall schickt uns eine E-Mail. Genau, schickt uns eine Mail und wir schicken euch den Link dazu. Irgendwo bei den Streaming-Dingern muss auch eine E-Mail-Adresse von uns stehen, oder nicht? Richtig, ja, ansonsten musiklaballianz@outlook.de. Aber. War das eine Frage oder eine Aussage? Aussage. Ah, okay. Und ansonsten im Zweifelsfalle schicken wir euch den Link dazu. Scheißegal. Irgendwie kriegen wir euch da schon rein. Wenn ihr da rein wollt, vorausgesetzt. Ne? So, das war jetzt erstmal Werbung. Und wenn ihr nicht rein wollt. Ja, dann mach nicht. So, das war jetzt erstmal Machen wir trotzdem. Da fragen wir noch nicht großartig nach. Ja, okay. Na gut. So, das war erstmal Werbung Ende. Single-mäßig, ja. Der dritte. Auch Ende? Ah, nee. Nee, einen habe ich noch. Ah, die hattest du noch gar nicht. Ja, einen habe ich noch. Peyton Parrish, deswegen bin ich nämlich darauf gekommen, dass der ein neues Album hat. Refuse It All. Am 22.12. hat er das noch veröffentlicht, kurz vor Weihnachten. Was soll ich sagen? Kein Weihnachtssong? Nee, der Kasala Express ist in voller Fahrt unterwegs. Mischung aus Growl und Klagesang. Okay. In der Mitte wird es dann wieder so etwas epochaler. Da hast du auch noch so einen weiblichen Hintergrundgesang mit am Start. So, ist eine etwas größer geschriebene Nummer so. Ich habe dadurch durch den Song auch so ein bisschen den Eindruck gekriegt, dass das ganze Album, was da kommt, wieder so eine Storyline kriegt, so wie beim letzten Album auch. Okay. Anhand des Covers, also des Single-Covers. Müssen wir hier überlegen, das letzte Album hatte eine Storyline? Ja, so ein bisschen eine Geschichte, ein bisschen Storytelling war da drin. Okay. Da warst du teilweise so ein bisschen schwierig, weil teilweise auch so ich war schwierig, Film, ja. Nee, da warst du so ein bisschen, das war für dich ein bisschen schwierig, das Album, weil du ja sagtest, teilweise so ein bisschen was eher in so einen Film passen würde, sowas. Ja. So, und ich habe von dem Text so ein bisschen den Eindruck, das könnte wieder eine Story werden, so ein komplettes Ding werden. Anhand des Covers zu der Single könnte es auch God of War irgendwas mäßiges sein. Das sah sehr, 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 sehr brachial aus und sehr Kratos-lastig so ein bisschen. Jetzt wollte ich gerade fragen, aber der Song God of War mit Saltatio Mortis ist auf dem Album nicht drauf. Ich rede von dem Spiel. Kann er ja gar nicht, weil God of War, der Song, ist ja auf dem Album davor schon drauf gewesen. Erstens das, zweitens, es geht ja um God of War, um die Serie. Um die Spieleserie. Hast du das Musikvideo mal angeguckt? Nee. Ja, da kommt auch Kratos nachher rein. Ja, von God of War, ja. Ja. Ja, das Musikvideo von God of War. Ja, aber ich rede jetzt von dem neuen Album und dem Song, von dem, was man gehört hat, und das Cover, das Single-Cover, die Grafik da. Ja. Das sah sehr so in diese Richtung aus. Ja, das kann ja sein. Ja, deswegen Mutmaßung. Wir reden doch trotzdem beide vom gleichen, oder nicht? Ich glaube schon. Ja, gut. Ich trinke noch einen Schluck Wasser. In diesem Sinne. Ansonsten, am Ende des Tages ist der Song eigentlich eine ziemlich gute Mischung in Sachen Gesang eben, mit diesen Wechseln, die da drin sind, eben und auch dem weiblichen Hintergrundgesang. Melodisch ist es nicht ganz so brachial, wie man es vielleicht von ihm mittlerweile auch ein bisschen kennt. Von daher konnte ich da guten Gewissens auch eine 8,5 von 10 da mal zu Buche schlagen. Und hast du dir gerade einen Witz erzählt oder warum bist du schon wieder am Lachen? Ich konnte da guten Gewissens eine 8,5. Ich wollte einfach mal den Kuhscheißer-Modus hier laufen lassen, ne? Ja, ist doch schön. Apropos ist doch schön, wenn dir Musik gefällt. Apropos Klugscheißer-Modus. Dafür machen wir das so ja auch alles, Kevin. Apropos Klugscheißer-Modus. Jetzt kommt die Frage. Machen wir jetzt erst dieses Fiddlers-Album oder machen wir erst, soll ich noch eben kurz vom Metal-Meeting erzählen? Erzähl vom Metal-Meeting. Erzähl ich vom Metal-Meeting. Ja. Gut. Dann wäre vielleicht der eine oder andere hat es dann auch auf. Was ist denn das Metal Meeting? Das Christmas Metal Meeting ist eine Zusammenkunft von vielen gleichgesinnten Metal-Fans, die kurz und rund um Weihnachten sich treffen, um wohltuender Musik zu lauschen. Alle meine Eltern, ihr Kinderlein kommen mit uns so zu singen. Ja, also fast. Ne? Die sich in dem Fall, eigentlich war es für letztes Jahr schon angekündigt, da ist es ausgefallen, weil irgendwie was mit Logistik wohl scheinbar nicht hingehauen hatte. Jetzt hatte sich das Ganze. Kurz oder recht vor erst einiger kurzer Zeit tatsächlich erst so ein bisschen ergeben, dass sie eine Stadt weitergezogen sind und haben nicht in Meppen, sondern in Haselünne in der Stadthalle ihre Zelte aufgeschlagen und zwar, also ihre sinnbildlichen Zelte, weil da eine Halle ist und da entsprechend Platz war und seitlich. Problem war nur, dadurch ist das Line-Up ziemlich durcheinander geschmissen worden, denn ursprünglich waren unter anderem auch Godsnake, mit denen wir auch schon einmal durchaus Kontakt hatten. Und Bosch waren eigentlich angekündigt, tatsächlich. Aber dadurch, dass das Datum sich verschoben hat. Im vorletzten Jahr dann quasi. Nein, für dieses Jahr ursprünglich. Bevor die ganzen Änderungen gekommen sind. Bevor die nach Haselünne ausgewichen sind. Jetzt habe ich es. Ich hatte das so verstanden, dass das in 22 das schon angekündigt worden war, das dann aber abgesagt werden musste. Also ursprünglich geplant war, das ganze Ding sollte ursprünglich ja 2020, aus bekannten Gründen ging es ja nicht. Ja, okay. Sollte es ja stattfinden, so, dann wurde es ja zweimal verschoben. Und dann sollte es ja letztes Jahr wieder stattfinden.
Und also 22 sollte es stattfinden, mhm. 22. Da passte das aber, haben die es aber logistisch nicht hingekriegt, weil die da extra Zelt für aufbauen mussten und die ganze Infrastruktur quasi hochziehen mussten. Die haben nicht in der Halle gemacht, sondern ja. in so einem großen Zirkuszelt beizes. Hätten die gemacht. Hätten die gemacht. Ja. So, mhm. das war auch vorher so. Und jetzt haben sie gesagt, okay, scheiße, irgendwie klappt das alle nicht. Dann haben sie es für 22 auch nochmal gecancelt, verschoben. Und haben dann jetzt, wäre es wieder soweit gewesen, es gab immer noch irgendwie Probleme. Und jetzt haben sie gesagt, gut, okay, dann verschieben wir die Location und wir gehen nach Haselünne in die Stadthalle. Okay. So, Stadthalle, da passen, was passt da rein? Ich glaube, 800 Leute oder so, irgendwie so in der Richtung, mhm. passt da auch wohl rein. So, das Problem war nur, dadurch, dass das Datum sich auch geändert hatte, passte das mit den Terminen nicht mehr so richtig. Und somit waren, was ursprünglich geplant war, Bosch und Godsnake, die auch noch mit auf dem Billing standen, konnten da dann dafür nicht. Die sind wohl nächstes Jahr dann dafür wieder am Start. Ah, okay. Bonded, Eisenkarl und Ride at the Moon scheinbar waren von vornherein geplant. Die waren von vornherein gebucht. Und jetzt sind dann stattdessen noch unter anderem Kion waren geplant und ich habe sie schon mal als Hillbilly Death Metal Truppe bezeichnet, die auch auf besagtem Schnickschnack-Festival spielen demnächst, waren auch mit am Start, weil die auch einigermaßen lokal. Homered Meat, ja. Homered Meat, die sind ja. nämlich auch recht lokal tatsächlich aus der Gegend. Und dann war es soweit, dann gab es dann noch leider Gottes nochmal eine Änderung, denn Kion, der Sänger Erwin, ist leider krank geworden. In der Stelle, hoffentlich geht es ihm mittlerweile besser. Ansonsten nochmal gute Besserung in die Richtung. Ja, von meiner Seite auch. Ne? Dafür ist auch etwas lokaler aus, ich meine, West-Overleding-Papenburg aus der Ecke kommt die Truppe. Sukaya sind eingesprungen. Ach so, die sind als Ersatz für Kion eingesprungen. Richtig. Ah, alles klar. Ne? Also ich hatte die. Alles klar, ich habe irgendwie nur vorhin nur die Hälfte aufnehmen können, scheinbar. Oder du hast so schnell geredet. Hintergrund ist, wir haben im Vorfeld schon mal kurz über das Thema gesprochen vor den Aufnahmen. Ja, so. Ja, ja. Ne? Es soll vorkommen, dass wir auch, also es ist nicht nur eine reine Geschäftsbeziehung, wir reden auch zwischendurch, auch wenn ich vorhin was anderes gesagt habe, reden wir zwischendurch sonst nochmal miteinander. Ja. Und es ist nicht so, dass ich reinkomme, wir zeichnen auf, ich fahre wieder nach Hause und blockiere ich deine Handynummer. Warum eigentlich nicht? Ja, das frage ich. es gibt Tage, da frage ich mich das tatsächlich. Nein, also. Aber vielleicht überdenke ich das ja nochmal. Spaß beiseite. Nein, und deswegen war das halt. Es war von vielen, vielen Änderungen geprägt, das ganze Veranstaltung. Und wie der Zufall es so wollte. Wie der Zufall es so wollte. Sind wir nicht gewillt. Weiß ja, nach müde kommt doof. Letzte Nacht war irgendwie nicht so ganz erholsam. Wie der Zufall es so wollte. Ja. Hatten wir dann die Möglichkeit, da auch eben noch bei dem Metal-Meeting vor Ort zu sein, haben wir auch genutzt, zumindest. Ich muss jetzt so fairerweise sagen, also es haben gespielt eben Sukaya, Ride at the Moon scheinbar, Homered Meat, Bonded und Eisenkarl. So, da wir aber, also ich und meine bessere Hälfte, nicht hundertprozentig fit waren, weil einfach irgendwie alles, ja, war irgendwie, wir waren einfach fertig mit der Welt so ein bisschen, haben wir gesagt, komm, wir sehen zu, dass wir wenigstens so ein bisschen was wenigstens mitnehmen, ne? Ja. So, weil ich war auch einfach neugierig, wie so die ganze Veranstaltung ist und so weiter und so fort. Nun, und dann ging es auch schon los. Sukaya ist eine Truppe, ich sag mal, die kategorisiere ich jetzt erstmal von dem, was ich gehört habe, vor Ort, erstmal in die Richtung Melodeath. Geht's wohl, Melodeath Metal? Ich hätte jetzt bald gesagt, so ein bisschen, also anhand der Haarfarbe der Sängerin unter anderem, Arch Enemy, so ein bisschen. Blaue Haare hat sie auch, oder? Nee, waren grüne Haare, aber fast. Ich hatte trotzdem total die Arch Enemy-Vibes. Ja, gut, okay. Es ist auf jeden Fall eine sehr auffällige Haarfarbe gewesen. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Arch Enemy-Vibes tatsächlich. Und waren musikalisch, die hatten, ich musste fairerweise sagen, so ein bisschen mit dem Ton zu kämpfen, der eine oder andere Interpret. Kann da aber jetzt nicht näher sagen, woran hat es gelegen, weiß ich nicht. Ne? Viele fragen sich ja, woran hat es gelegen? Manchmal weiß man nicht, woran es gelegen hat, ne? Ja, das ist, vielleicht ist ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, woran es gelegen hat. Gut. Jedenfalls. Ich will jetzt ja nicht mutmaßen, weil ich Befürchtung habe, dass sie dann eventuell irgendwie durch den Kakao ziehen können. Nein, will ich auch gar nicht. Es gab halt ein paar Probleme. Ich meine, Tonprobleme sind jetzt kein Geheimnis. Und das kann halt auch mal passieren. So. Ja. Und vor allem bei den ersten Bands. Die haben, wie gesagt, die Truppe hat halt auch so ein bisschen damit zu kämpfen gehabt. Ist eine ganz junge Truppe auch. Also die Truppe selber gibt es erst seit, ich glaube, Mitte 22, wenn ich es richtig gesehen habe. Also die sind noch wirklich jung unterwegs. Also nicht nur vom Alter, sondern also der Protagonisten, sondern halt eben auch vom reinen Bandalter. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, mit viel, viel Potenzial und Talent. Also die Sängerin, man merkte, die waren noch nicht so oft, glaube ich,
am Start, vielleicht auch, weil es kurzfristig war. Nein, also man merkte schon, man merkte, zumindest für mein Empfinden, was ich halt da gesehen habe, so die Sängerin war so ein bisschen schüchtern, so ein bisschen. Also was mich so ein bisschen irritiert hatte, es ging dann halt los, sie kam dann auf die Bühne und normalerweise hast du ja, was weiß ich, du kommst da ein und irgendwie so der eine von den Gitarristen, der rotzt mal so einen Riff eben so, dass du ein bisschen so nach dem Motto, tach, wir sind da, er geht gleich los. Ja. Dann standen wir auf der Bühne, waren kurz am Quatschen irgendwas. Ich dachte, es geht aus dem Soundcheck oder wie auch immer. Und so nach dem Motto so, ja, okay, ja, dann fangen wir mal an. Und auf einmal ging das los. So, ja, tach, und geh los. Da hab ich so dieses, also nicht so ein Intro, ja, aber irgendwas. Aber gut, jetzt muss ich mal eben, also die sind für Kion gekommen. Kion hat auch wirklich, glaube ich, einen Tag vorher abgesagt. Es war super kurzfristig. Also ich weiß nicht, zumindest öffentlich, was glaube ich, also Kion hat es einen Tag vorher öffentlich gemacht, dass super sie dabei sind. Super kurzfristig. Und wer weiß, wie viel Vorbereitungszeit, jetzt muss ich den Namen, Sukaya ist richtig, ne? Ja. Wie viel Vorbereitungszeit die Jungs sagen. Und Mädels da wirklich hatten. Das kann ich dir nicht sagen, aber wie gesagt, nur es kam halt so in dem Moment rüber, entweder hatten die einfach wirklich dann in dem Moment die Zeit zu kurz gewesen, aber ich sage, irgendwie hat mir halt so das gefehlt, so dieses, erstmal so ein, zwei Riffe schrabbeln, damit die Leute auch, weil das ja die erste Band ist und so, da ging der ganze Zug, fuhr ja da erst quasi erst los, um eben so nach dem Motto, um kurz Krach machen und dass die Leute auch draußen zum Rauchen, die sind ja alle rausgegangen zum Rauchen, so nach dem Motto, oh, warte mal, scheiße, geht los, weißt du so, dass sie irgendwann so ein bisschen Rabatz gemacht hätten. Das hat mich, also das ging so out of nowhere, ging sie los auf einmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schwer begeistert. Also der Klagesang war der Knaller. Die kann richtig singen, die kann richtig gut singen. Dann hast du so diese High-Pitch-Screamo-Growls gehabt, so à la Alyssa Whiteglatt so in der Richtung tatsächlich. Und was mich total geflasht hat in einer Nummer, dann hatte ich auf einmal diese Deep-Growls auf einmal stark gebaut. Da habe ich gedacht, okay, wo hat die das denn jetzt hergeholt? Okay. Irgendwie so aus der Fußszene hochgezogen oder so, ich weiß es nicht. Also, alter Schwede, doch, also ich, auch da wieder Faktor Zeit, ich muss mich da nochmal in Ruhe mit mich auseinandersetzen. Da gibt es nämlich auch so 2, 3, 4, 5 Songs schon online, die man sich da mal anhören kann. Und wie gesagt, viel Potenzial, viel Talent, hat mich sehr positiv überrascht. Also als der Zug dann so ein bisschen in Fahrt kam. Also dafür, dass es jetzt ein Ersatzinterpret war für eine Band, die den Tag vorher abgesagt hat. Ja, haben die sich absolut super verkauft, finde ich ganz ehrlich. Ist, also, ist auch dann auch meine Entdeckung. Auf jeden Fall, also positive Entdeckung gewesen. Absolut. Und also war ich positiv überrascht, oder also wir, also meine bessere Hälfte und ich. Wie gesagt, so ich sage, die Sängerin war halt wie gesagt sehr, sehr schüchtern. Vielleicht legt sich das auch noch ein bisschen so. Also du kennst halt manchmal wirklich, also nicht böse, nicht falsch verstehen. Du merkst halt, ich kann ja selber ein Lied von singen. Auch das erste Mal auf der Bühne gestanden da in 2023. Du bist so pissnervös, wenn du dann da, egal wie viele Leute, ob da 10 oder 100 Leute vor dir stehen, du bist so scheiße nervös. Und klar musst du erstmal dich so ein bisschen eingrooven. Wenn dann irgendwann das läuft so, dann geht das auch. Aber das macht auch die Gewohnheit auch. Wenn man hier, so wie wir jetzt sitzen, mittlerweile, wir haben gesagt, 124. Folge, mittlerweile hat man eine Routine drin, aber wenn du halt wirklich nicht so ganz, erst noch in den Startlöchern einigermaßen stehst und nicht so viel gemacht hast. Man hat eine Routine, nicht jeder erkennt sie direkt, aber wir verstecken sie auch manchmal ganz gut. Nein, aber so eine gewisse Sicherheit, die du hast. Ich weiß nicht, also kam halt manchmal so ein bisschen so ein bisschen schüchtern, so ein bisschen rüber. Also wie gesagt, ich denke, wenn sie. Du bist wieder bei Sukaya. Genau. Ja, gut. Und aber wie gesagt, ich habe da sehr, sehr viel Positives auf jeden Fall gesehen und gehört. Fand ich gut, hat mir gefallen. Ja, dann Home Red Meat. Nun. Ja. Was ist Hillbilly Death Metal, war es, glaube ich, ne? Ja. Das ist, also das passt, der Begriff, ich habe vorher noch nicht so viel gehört davon, also von nur so, das so habe ich so ein bisschen vom optischen ja abhängig, so ein bisschen abgeleitet. Digga, das passt so wie die Faust aufs Auge. Ne? Also total crazy, total verrückt. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal, so Schnickschnack-Festival wäre so eine Idee, mal mit dem einen oder anderen auch mich mal unterhalten kann, mal quatschen kann. Denn, also erstmal, ich frage mich immer noch, wie zur Hölle kommt man auf dieses Bühnenkonzept, was völlig abgefahren ist mit diesem Latzhosen-Hillbilly-Ding halt, ne? Mhm. Und halt. Sie hatten jetzt aber keine Geigen dabei. Nee. Es war jetzt nicht so. Es war jetzt nicht so Cut and Joe in Hertha, sondern. Nee. Also mir ist definitiv schon herangetragen worden, dass es ein Gitarrist definitiv ein Banjo besitzt. Was auch, wie ich Gerüchte zufolge gehört habe, auch irgendwann zum Einsatz kommen soll, in irgendeiner Form. Ich bin gespannt. Also er übt derzeit noch. Ich hörte davon, also er hat ein echtes Banjo und er ist da gewillt, auch da entsprechend was zu
mit zumachen. Gibt es eine langsame Nummer von denen? Okay. Also wäre mir nicht bekannt. Eine Ballade von Homer and Meat wird schwierig. Wäre witzig, glaube ich, aber. Ja, weiß ich, also ich habe ja noch nicht alles gehört, ich habe ja nur die Videos ausschnittweise gesehen. Also die Jungs. Sie verfügen auch über zwei Sänger, ne? Ja, zwei Growler. Also ich wollte gerade sagen, der Growler und der Growler. Der eine hat High und der andere Deep Growling, ich weiß es nicht. Also ich sag mal, wer jetzt auf dem. Aber der eine hat einen schicken Hut aufgehabt. Die haben alle einen schicken Hut, oder viele haben einen schicken Hut aufgehabt. Okay. Ne? Ich meine, das ist der mit dem ausgestopften Fuchs. Nee, mit dem nicht ausgestopften Fuchs, mit dem ausgeweideten Fuchs. Ja, du hast einmal einen Fuß, dann hast du einmal den mit dem Strohhut, dann hast du den mit der Trucker-Cappy gehabt. Ah, war definitiv, also Kaufbedingungen hast du Auswahl gehabt. Ja, der mit der Trucker-Cappy, da muss ich tatsächlich auch nochmal einen Kumpel anfunken. Der sah mir so aus wie ein Bassist tatsächlich dann auch. von einer Holz-Metal-Band, die ich auch das ein oder andere Mal schon gehört hatte, die wir ja auch mal kurz zum Thema hatten. Da muss ich mal gucken, ob der jetzt einfach. Man hat umgesattelt auf echtes Rehwerkzeug. Ja, genau. Ob der in der Zwischenzeit wirklich Bass spielen gelernt hat. Naja, und auf jeden Fall, ich meine, vom Gesang her, ich muss zugeben, das war halt richtig derbe Death Metal. Ich hätte, also wir haben zwischendurch mal nach Untertiteln gefragt. Schwierig, kam nicht, ne? Weil es keine DVD-Spur, schade. Aber nichtsdestotrotz, und das jetzt kommt. Jetzt, Moment mal. Bei YouTube-Videos, du hast ja YouTube-Videos veröffentlicht. Keine Chance. Geht nicht, funktioniert nicht. Also jetzt. Nein, geht nicht. Da nicht jeder meine Gedanken direkt so fassen kann wie du, eben nochmal meinen Satz, den ich sagen wollte, zu Ende springen. Es gibt ja, wenn man bei YouTube ein Video in der Vorauswahl hat, aber noch nicht angeklickt hat, fängt es ja teilweise an zu laufen und man hat ja so eine mehr oder weniger gut funktionierenden Untertitel wird dann eingeblendet, weil man ja keinen Ton hat. Ja. Man weiß, was da gesprochen wird. Ja. Klappt nur zu maximal 80% der Fälle, weil da kommt teilweise eine Grütze raus, aber ist ja auch egal. Das hätte ich nämlich jetzt gerne noch gewusst, ob die da auch irgendwie versuchen, irgendwas zu präsentieren. Kein Stück, ist gar nicht da. Also okay. Es bietet nicht mal an. Von daher, der Drops ist gelutscht. Okay. Jedenfalls, abgesehen davon von der mangelnden Verständnisfähigkeit der Lyrics tatsächlich, alter Schwede, die haben nicht einen Spaß bei dem, was die da machen. Das ist so krass. Der eine mit dem Fuchsschwanzkopf da, Mütz da. Fuchsschwanzkopf. Fuchsschwanzmütz da. Alter Schwede, der ist irgendwann auf einmal von der Bühne gesprungen, rannte an dem Publikum rum, Gesang am Growlen und am Rumcirkel, Pitten, Dancen, Abspacken, das war der Hammer. Ja, aber er hat ja auch abgespackt dann dabei wieder so. Er ist ja doch ruhig hergehampelt. Komisch tänzeln bald. Mega witzig. Also die Band, die haben so einen unglaublichen Spaß daran, was sie machen. Das hat total. Jetzt kommen wir noch zu einer relativ wichtigen Frage, weil. Ich bin nicht fertig. Entschuldigung, die Aussage, wichtig ist, wenn ihr Spaß habt daran, ist ja nicht unbedingt immer positiv gemeint. Konnten sie den Spaß denn aufs Publikum übertragen? Ja, gut, das wollte ich nämlich jetzt eben noch gewusst haben. Die Leute hatten Bock, das haben auch einige mitgemacht und haben einige richtig den Kopf in den Nacken knacken lassen. Das war schon stark. Also die haben die Leute angesteckt, gepackt, gekriegt und haben einfach ihr Ding da abgerissen. Und es war einfach die Laune, die Show, die Fates, was die gemacht haben, das war einfach das, was angesteckt hat. Deswegen, das war einfach nur geil. Deswegen freue ich mich auch tatsächlich, die Jungs dann eben auf dem Schnickschnack nochmal zu sehen. Das Stimmungskanonen vom Feinsten, der okay. Knaller. Der Schlagzeuger übrigens, habe ich festgestellt, hat einen ausgezeichneten Football-Geschmack. Auch 49er-Fan? Ja. Ich habe die Jungs tatsächlich über Tag, die haben noch ein Promo-Video fürs tatsächlich Schnickschnack-Festival. Ich sag mal so, viele Musiker haben einen sehr durchaus brauchbaren. Richtig, der Sänger von The Counting ist Hardcore 49ers-Fan. Jetzt haben wir es den auch noch. Ja, Homer and Meat, hier der Flo von Kion, Flo von auch Kion Schlagzeuger. Auch. Das muss auch im Instrument vielleicht so ein bisschen liegen. der hatte auch eine 49ers-Kappe auf bei Richtig. Dem Interview mit dir. Richtig. Und der Homer and Meat Drummer, der hatte nämlich in dem Video, was die Jungs für, auch Promo-Video für auf Stadt Schnickschnack-Festival, ist ein bisschen inflationär heute, gebe ich zu, der Festivalname, hatten da auch eben so ein Promo-Video gemacht und da war er halt mit 49ers-Shirt da. Die haben im Promo-Video ein Promo-Video gemacht. Nein. blöd, Mann. Auf jeden Fall, nee, da hat er auch das 49ers-Shirt gehabt. Da habe ich dann noch drunter kommentiert. Ich sage, oh, ich sag, geil, also cool, Freunde, so wie Vorfreude, Festival, bla bla. Da hat er drunter geschrieben, ja. Ich sage, Shoutout an den Dude mit dem 49ers-Shirt. Da hat er drunter geschrieben, ja, danke. Also war, ich sage direkt, alles klar, passt. Ne? Und die Jungs, der Knaller. Und dann kam so mein persönliches Highlight, wo ich
mich tatsächlich dann, ich will nicht sagen aufgerafft habe, aber schon gesagt habe, die will ich auf jeden Fall sehen, so bis dahin müssen die Körner reichen. Und das waren tatsächlich Ride at the Moonshine Bar. Warum war das so? Ganz einfach, wir haben ja, du hast es vorhin schon mal gesagt, wir haben ja von dem Album, von dem Midnight Anthems Album, was kürzlich rausgekommen ist, gesprochen und waren da ja beide sehr, sehr begeistert von. Wir hatten ja richtig, das war ja richtig geil, hat ja richtig Spaß, oder macht auch richtig Spaß zu hören. Ne? Also in dem Fall nochmal kurzer Hörtipp. Nun, und ich war halt natürlich äußerst neugierig, ob die dieses geile, was die auf Platte hatten, natürlich auch live kriegen, weil das ist immer so nochmal so ein Ding. Ob die live das transportiert kriegen von Platte auf die Bühne. Was soll ich sagen? Haben sie. Haben sie. Na schön. Haben sie richtig. Also auch da seien euch mal die zwei Konzertmitschnitte auf YouTube von uns, auf unserem Kanal mal eben ans Herz gelegt, um euch da mal ansatzweise einen Eindruck zu verschaffen, was da live bei den Jungs abgeht. Und also sie haben quasi dieses Knalleralbum bestätigt live. Sie haben nicht das komplette Album spielen können, aus Zeitgründen. Aber das war ein so unfassbar starker Auftritt. Muss man aber auch sagen, auch schon vor dem Album, vor 2,5 Jahren, beim Kanu-Camp, beim Metallicamp in Lingen als Vorband von, ich glaube, so, die haben sogar vor Kion noch gespielt, ne? Die haben den. Red Bob haben tatsächlich den ersten Gig gespielt, richtig? Ja, ne? Da waren ja Kion und Ride at the Moonshine Bar waren ja Vorband von Metallica. Da muss ich fällt mir gerade ein, die haben noch vor ziemlich leerem Feld gespielt. Ja, das war ziemlich, aber ziemlich auch da haben die schon live eine ziemliche Energie transportiert. Richtig. An die zwei Leute, die vor der Bühne standen, aber sie haben eine Energie transportiert. Ich meine, das ist als Opener, wenn alles nur hell ist und so, wenn viele dann auch hauptsächlich für Metallica kommen, weil es eine Metallica-Coverband ist und den Zuhörer dann vielleicht sonst nichts interessiert, außer Metallica in dem Fall, ist es natürlich dann auch nicht unbedingt immer einfach. Ne, also absolut. Als Opener musst du mal damit klarkommen, dass du vor einer Hand vor Leuten spielst. Obwohl zwei Hände von Leuten vor die Bühne passen. Richtig. Mindestens. Und die haben, also wie gesagt, und da das war ja definitiv schon etwas, wie soll ich sagen, etwas würdigere Publikum tatsächlich, weil einfach mehr Leute da vor der Bühne standen. Und waren, die haben dann auch als drittes an dem Abend gespielt, ne? Genau. Ja. Und die haben definitiv auch, wie gesagt, die haben das transportiert, was auf dem Album schon los war. Also ich war wirklich begeistert. Ich habe auch tatsächlich noch mit dem einen oder anderen gesprochen. Grüße gehen raus. Also mit dem Drummer habe ich gesprochen, mit dem Basser, mit den beiden Gitarristen, mit dem einen ganz kürzer, anderen ist länger. Mit dem Sänger habe ich leider irgendwie nicht sprechen können. Der hatte sich irgendwie direkt verdünnisiert. Den habe ich nicht zu backen gekriegt. Wollte ich auch mal kurz schnackeln. Aber vielleicht holen wir das ja noch nach. Er geht ja auch, das hat er zumindest beim Kanu-Camp gemacht und wenn ich das Video richtig gedeutet habe auf YouTube, hat er es da ja dann auch wieder gemacht. Der geht dann ja schon vor der Bühne, wenn der Rest noch weiter zockt. Ja. Beim letzten Lied oder das was. Outro dann quasi, ja. Ist er da auch wirklich dann nach Hause gefahren? Nein, der war doch wohl da, aber halt in den Bereichen, wo wir da jetzt nicht rumgeschwürzt sind. Oh. Ist egal. Nee, auf jeden Fall mal kurz eben geschnackt. Also Grüße gehen raus. Ich weiß nämlich, dass wenigstens zwei davon auch regelmäßig tatsächlich bei uns reinhören. Das also ich dachte, die wären vor den anderen Fan. Nee, das nicht. Das ich, über Football ist nie aufgekommen, das Thema. Okay. Ne? Nein, und also ich war wirklich, die haben, ich weiß gar nicht, dreiviertel Stunde gespielt. Ich habe die Zeit völlig Zeitgefühl war weg. Mhm. Und die haben so Spaß gemacht. Leute, ihr macht euch da kein Bild, ehrlich. Hat unfassbar Spaß gemacht. Die haben richtig abgerissen, richtig abgeliefert. Und also auch diese, wie du hast gerade schon gesagt, diese Energie auch, einfach. Auch überwiegend das aktuelle Album gespielt, oder? Ja, also die haben hauptsächlich das aktuelle Album gespielt. Und, haben sie möglicherweise im Kanu-Camp auch, aber da kannten wir die Lieder noch nicht. Das weiß ich jetzt tatsächlich, auch nicht. Das stimmt. Und also Hammer. Ich war wirklich sehr, also dafür hat sich für mich die Anreise auf jeden Fall gelohnt. Definitiv. Ich muss auch gestehen, wir haben bei Bonded noch ganz kurz reingehört, die uns jetzt vielleicht auch aufgrund dessen, weil wir irgendwie, wie gesagt, wir waren nicht auf der Höhe und auch nicht ganz hundertprozentig wachfit und also haben gesagt, wir sind tatsächlich dann abgedampft, weil einfach, wie gesagt, irgendwie so noch drei Stunden durchexen, irgendwie war das nicht so geil. Ne? Eisenkahl haben wir ja zum Schluss, haben wir Headliner gespielt. Gut, Eisenkahl haben wir jetzt bei Motion May schon mal gesehen und auch entsprechend zu hören bekommen. Ich tatsächlich auch da nicht vollständig, weil auch wieder, die hat so beschissene Spielzeiten. Man kann Spielzeiten ein Schema einfach erkennen bei dir. Ich sag's dir, jedes Mal so die letzten Slots, die sind immer schwierig. Naja, deswegen, auf jeden Fall, aber deswegen hast du ein Herz für Vorbands, weil die siehst du wenigstens noch. Entschuldigung. Auch das ist nicht ganz von Hand zu weisen, das stimmt. Nein, aber was jetzt natürlich, ich spanne jetzt mal die Brücke zu einem unserer nächsten Projekten, die wir jetzt dieses Jahr noch anfangen, oder nicht anfangen, sondern mitsprechen, wo wir dann wieder unterwegs sind und auch mal noch Interviewgäste haben. Und zwar Eisenkahl spielen unter anderem auch nochmal in der Gegend hier, und zwar beim Rock am Tangen in Stavern, mitten im Emsland, im nördlichen Emsland. Und mitten im Emsland.
also im nördlichen Emsland. Ja, das ist irgendwo. Weil der Norden ja immer so in der Mitte von allem ist. In der Mitte dazwischen. Und zwar am Wochenende 24., 25., 5. Da ist, ja, so ein bisschen, sind so ein, zwei Tribute-Sachen dabei und auch ein, zwei, also eigene Sachen, also Bands mit eigenen Sachen unterwegs. Okay. Und da ist definitiv die Möglichkeit, nochmal die Jungs nochmal zu sehen. Wobei ich gerade gesehen habe, die spielen, glaube ich, auf dem Freitag. Und aber da könntet ihr auf jeden Fall nochmal sehen. Und da werden wir auch definitiv, haben wir es geplant, mit dem Orga-Team quatschen und auch in irgendeiner Form auf jeden Fall uns vor Ort auch mal ein bisschen rumtreiben, ein bisschen gucken, vielleicht auch ein paar Videos machen. Mal gucken. Irgendwie, also es wird auf jeden Fall von der. Ja, die ersten zwei Bands von dem Abend angucken. Von dem Festival wird es auf jeden Fall auf unserem Kanal auch ein bisschen was an Input geben. Und da hört ihr auf jeden Fall in der Zukunft noch ein bisschen mehr von, also zumindest was wir so mitbekommen und wo wir dann mal so ein bisschen was drüber erzählen wollen. So, jetzt würde ich sagen, starten wir gleich mal in unseren letzten Programmpunkt für heute. Und zwar das aktuelle Album, das neue Album von Fiddler's Green ist am 29.12. rausgekommen, also wieder mal so den Schlusspunkt gemacht für das Jahr. Ja, dass ich jetzt, glaube ich, in einer der letzten Folgen noch gesagt, Feuerschwanz hat den Spot aufgemacht, weil die schon Mitte des Jahres verfrüht veröffentlicht haben, für deren Verhältnisse. Da ist Fiddler's Green jetzt zielstrebig reingesprintet. Die hatten ja in 2022, haben sie auch noch gegen Ende des Jahres ein Album rausgebracht. Aha. Das war aber jetzt nicht am 29., sondern ein paar Tage vorher, weil es ein Weihnachtsalbum war. Das wäre am 29. ein bisschen spät dran gewesen. Ja. Mit Weihnachtssongs. Das war auch das einzige Album bis dato, was ich mehrfach mir durchgehört habe, bis jetzt The Green Machine kam. Ja. Vorher hatte ich mich mit Fiddlers immer nur so am Rande mal auseinandergesetzt. Ich fand es immer ganz nett, was die gemacht haben. So ein bisschen Irish-folkiger Rock. Ja. Ist ja eigentlich so ganz nett. Wenn man nicht gerade bei Metal Hammer schreibt, aber da wolltest du gleich noch was zu sagen. Ja. Das war eigentlich dein Part. Eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, wir ziehen nicht über andere her, bis du unsere guten Vorsätze fürs neue Jahr direkt in den Haufen geschmissen hast. Also, ich hole mal kurz aus. Und zwar, es ist ja so, ich meine, wir haben das auch schon mehrfach betont, auch von unserer Seite aus, wenn wir irgendwie über irgendwelche Alben, Singles, schiedsegal, irgendwas quatschen, erzählen. Am Ende des Tages, es ist natürlich eine subjektive Meinung. Und jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, was uns, und jetzt ich hau jetzt mal richtig auf die Kacke, was uns von anderen Medien oder von vielen Medien unterscheidet. Weil wir sagen ganz klipp und klar, entweder finden wir was geil, oder wenn wir was geil finden, gut finden, dann sprechen wir darüber. Ich meine, ich hatte vorhin auch den einen Song, wo ich gesagt habe, war nicht so ganz meins, aber im Grundsatz. Ist ja völlig okay. Ne? So, wir haben, bis auf wenn du Limp Bizkit heißt und so einen ganz komischen Album machst, wir verreißen nicht. Ist so. Nee, das haben wir das eine Mal gemacht. In der Regel, bevor wir was verreißen, thematisieren wir es in unser Podcast erstmal gar nicht. Richtig. Weil wir sind ja ein Podcast, wir sind ja Musikfans. Richtig. Und wir nehmen ja vorrangig auch die Songs oder die Alben durch, die erstmal musikalisch in eine Richtung passen, die wir gut finden. Und oft finden wir die Bands, die wir besprechen, selber auch nochmal gut. Richtig. Ja, manchmal so ein paar Schüsse ins Blaue. Raubein ist das Debütalbum als Beispiel mal, wo Richtig. Wir gesagt haben, wir haben da gerade in der Zeit nichts anderes zu tun. Da kommt ein Album raus, lass uns drüber reden. Richtig. Und wenn es dann zufälligerweise gut ist, umso besser. Richtig. So. Aber dass wir dann die Songs dann teilweise auch etwas besser bewerten, weil wir halt Fan davon sind, ist dann natürlich auch nochmal irgendwie ein Stück weit normal, aber wir versuchen trotzdem objektiv zu sein und auch dem Künstler den Freiraum zu lassen, so ist richtig, ja. Sich dazu entfalten. Richtig, so. Und also wie gesagt, es gibt ne, am Ende des Tages Künstler, was will der Künstler uns auch sagen und so weiter und so fort. Alles cool, ne? Es ist immer subjektiv. Soweit, so einig. Ja. So. Was jetzt will uns die Rezensent, die Der Rezensent. Der Rezensent oder die Rezensentin? Ich weiß es nicht. Also ich sag mal vorsichtig, ich meine, wir haben uns von vornherein ja auf die Fahnen geschrieben, wir sagen, wir haben drei große Themenbereiche, Rock, Metal und Mittelaltermucke. Ja. Und wir haben Ahnung, aber wir behaupten, wir wagen uns zu sagen, dass wir die eine oder andere Sache durchaus auch kennen und ein bisschen was zu erzählen können. Dass wir in den Bereichen so ein bisschen uns sehr bewegen. So. Wenn jetzt aber ein Magazin hingeht, was eigentlich Metal Hammer ja heißt. Ja, dann kann man schon verstehen, warum die Fiddler's Green zerreißen, weil das ist jetzt nicht so wirklich Metal. Warum zum Fick? Dann hör doch nicht rein, lass es doch einfach bleiben. Nein, da muss ein Metal Hammer hingehen, muss ein mehr oder weniger Verriss schreiben, weil Fiddler's Green zwar vielleicht nicht unbedingt das Rad neu erfunden haben, aber nichtsdestotrotz ein Album an den Start bringen, was durchaus hörbar ist, da kommen wir gleich noch zu, und muss da erstmal mit irgendwelchen dämlichen
grenzdebilen Phrasen um sich schmeißen. Ganz ehrlich, dann lass es doch bleiben. Was ist mit euch? Jetzt mal ganz im Ernst. Siehst du, ich war noch relativ, was heißt relativ sachlich, aber ich weiß gar nicht mehr, was sie in der letzten Folge gesagt haben oder was die vorletzte, ich kann es gar nicht mehr sagen, auf jeden Fall bei den... Du hast auch so ein bisschen sinngemäß gefragt, was die eigentlich geraucht haben, wenn die teilweise solche Rezensionen schreiben. Jetzt verstehe ich deinen Gedanken. Ich fühl das total. Also so habe ich es nicht gefragt. Ich habe sinngemäß. Aber ja, es ging in eine ähnliche Richtung tatsächlich. Da kriegst du hier, pass auf, ich zitiere. So findet man sich beim Fiddle Square Dance von The Box schnell im Heuschober mit Cotton Eye Joe wieder. Ja, My Fairy of the West sehr gut im ZDF-Fernsehgarten schlagern, ist bei der Ballade, jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich hin will, A Fleecy Cloud, die Kelly Family nicht weit. So, was haben Irish Folk und die Kelly Family gemeinsam? Richtig, irisch, hören sich ähnlich an. Volksmusik. Könnt ihr mir folgen? Verdammt nochmal. Könnt ihr mir folgen? Meine Fresse, ey. Ja, aber es wird auch, wurde da in der Bewertung die Authentizität von Fiddler's Green. Ja, das kommt später noch, genau. Ne? Ich meine, man muss natürlich sagen, die Fiddler Family, die Kelly Family. Hi Gott, die Kelly Family ist natürlich ein bisschen in der Hinsicht authentischer, weil sie wirklich gebürtige Iren sind oder Halbiren oder wie auch immer. Ne? Von mir aus. Was ich jetzt gerade eben noch sagen wollte, dass The Bog, der Song, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ein ähnliches, zackiges Geigengefiedel hat, wie es auch ein Rednecks teilweise wie auch 90% haben. Aus dem Irish Volk das haben. Ja, es gibt ja, man kann ja ein bisschen mehr so weichere Melodien packen oder man, was auch sehr viel auf dem Album drauf ist, The Green Machine, oder halt ein bisschen zackiger. Was man aber auch jetzt nicht vergessen darf bei The Bock ist, dass da komme ich dann jetzt einfach mal schon zu, obwohl ich es gleich aufgeschrieben habe. Sie haben auch einen ziemlich, ziemlich rotzigen und drückenden Gitarrenriff und ein knallendes Drum sehr, sehr rockig darunter gepackt. Und halt nicht so ein Düdüdüdüdüdüdü und eine. Ja, es ist auch alles sehr schnell, aber es ist halt nicht so übertrieben elektropoppig, das allermeiste zumindest nicht. Ja. Bin ich an den Tisch gekommen, oder? Ja, es wackelt ein wenig. So, jetzt kommt... Ja. Du hast gerade das Thema mit der Authentizität... Wenn du hier ausrastet, wackeln die Wände so groß. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich muss meinen Rant noch eben kurz beenden, danach gehen wir ins Album. Du hast gerade... In der nächsten Woche nehmen wir uns die Rockart vor. Wäre das Thema Authentizität... Steht der Schlusssatz, allein das, da packe ich mir so an Helm. Du merkst teilweise, dass das Ding ein Springer-Erzeugnis ist, ehrlich. Das ist mir gerade echt wieder klar geworden. Wird geschrieben, wer die Authentizität und Klasse von Dropkick Murphys oder Szene-Veteranen wie Flogging Molly erwartet, sollte lieber einen Pub weiterziehen. Ja, verdammte Scheiße, wer sagt denn, dass Fiddler's Green Dropkick Murphys oder Flogging Molly sein wollen? Die haben ihren eigenen Stil. Was ist mit euch? Ja, Dropkick geht ja auch eher so in eine streetpunkigere Richtung. Ne? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Vielleicht mal eine Geige drin ist oder was? Ja. Sorry, habe ich null Verständnis für. Also, dann machen die dann, 3, 5 von 7 machen die da fertig. Ich weiß jetzt nicht, was mit denen nicht stimmt. Also, ich mache jetzt das Ding auch zu, das Fenster. Oh, mach mir mal die 3, 5 von 7 fertig. Also. Mit Käse. Ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt. Ne? Also, ich sage jetzt nicht, dass das Turbo-tollste, geilste Album geworden ist. So, das der Shit 4 Album des Jahres-Dings, ne? Das nicht, aber ganz ehrlich. Wie respektlos kannst du ein Künstler gegenüber sein? Und genau das ist nämlich deswegen ziehe ich die jetzt mal so an Pranger bei uns. Ost hatte in der Beichtschul-Folge, wo es um das derzeit noch aktuellste Hämatom-Album ging, ich glaube, das war es, das Album. Lang lebe der Hass war es. Hat auch gesagt, der Metalhammer, das waren sogar Rockhard und Metalhammer, der das Album verrissen hat, Ost auch offen angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob er auch was zitiert hat. Ich hatte die Bewertung selber nachher nicht mehr gefunden. War vielleicht auch ganz gut. Aus Gründen. Ja, also ich habe ja, das habe ich jetzt eigentlich auch schon ein paar Monate nicht mehr gemacht. Hin und wieder habe ich auch mal in eine Albumbewertung reingeguckt, um zu gucken, wie bewerten die einzelne Songs und was schreiben die, wie drücken die sich dann da aus, um das Musikalische in Worte. Also Inspiration so ein bisschen sowas. Ich hatte da mal die Idee, da Inspiration herzuholen. Ich habe mich aber häufiger darüber aufgeregt, über ihn, was wirklich was gebracht hat. Nee, auf jeden Fall, Ost hatte dann nachher auch gesagt, er freut sich noch auf die nächsten 2 Jahre, die den Printmedien noch bleiben werden. Und dann war das Thema auch durch. Ich glaube, da geht man als Künstler noch relativ lockerer mit um. Ich weiß nicht, vielleicht regt man sich als jemand, der die Musik gut findet, dann vielleicht auch noch mehr darüber auf. Zumindest unser eins. Weiß ich nicht, aber wie gesagt... Ist auch typbezogen. So wie wir aber halt eben... unsere Herangehensweise an das ganze Thema halt ist einfach...
Das ist genau der Grund, warum wir das ja wirklich so betonen. Weil, ganz ehrlich, was habe ich jetzt als, ich bin kein Medienfuzzi, wir beide sind keine Medienfuzzis, was habe ich davon, jetzt irgendeiner Band zu sagen, vielleicht auch noch, Phyllis Green, die sind schon so große Nummer, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die das interessiert, was wir darüber erzählen, wenn es doch so ist, Grüße gehen raus. Ja. Ansonsten, was bringt mir das, was würde es jetzt bringen, zum Beispiel, ich hatte das ja vorhin mit der Sukaya-Band zum Beispiel, ja. Ne? So, kleine Band, doch recht jung dabei und so weiter und so fort, so, klar, man erwähnt, ja, ein bisschen schüchtern, ein bisschen, ne, vielleicht hier da, aber vielleicht auch noch ein bisschen neu dabei, keine Ahnung, ruft sich ein, so, da kann man aber so ein bisschen dieses, aus der Sicht was du erlebt hast, wiedergeben, um vielleicht, wenn vielleicht auch einer von der Band zuhören sollte, auch da gehen die Grüße raus, das sagt dem Motto, okay, das ist uns vielleicht gar nicht aufgefallen, konstruktiv ein Feedback zu geben, ne? Und aber einfach so hinzugehen, wie es jetzt eben beispielsweise eine gewisse Metalhammer-Truppe macht und sagt, boah, das ist ja was, nee, sorry, ich meine, was man natürlich auch sagen muss, beim Sabaton-Album gab es, ich glaube, beim letzten Sabaton-Album ist es gewesen, da gab es zwei Bewertungen im Metal Hammer. Eine, weil Sabaton eine polarisierende Band ist. Ja. Die Sabaton wohlgesonnen war und eine von einem Autor oder einer Autorin, männlich, weiblich, divers, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht, wer es gewesen ist von denen, ich kenne die auch alle nicht, die das Album ziemlich zerrissen hat. Ja. Ja, es ist, was mich halt so ein bisschen daran stört, ist, es wird da die eigene Meinung abgebildet in so einzelnen Bewertungen. Ja. Und diese eigene subjektive Meinung ziemlich verallgemeinert dargestellt. Ja. Das ist auch das, was wir immer versuchen. Das ist unsere Meinung, weil wir ein Album gut finden, müsst ihr das noch lange nicht gut finden. Richtig, ist einfach nur ein Tipp oder was, nach dem Motto, wir finden es geil, vielleicht ist es für euch ja auch was. Einer meiner Lieblingssätze war dann aber auch tatsächlich, da ging es auch, glaube ich, darum, war relativ am Anfang von der Bewertung, du hattest mir ja nur kurz mal gezeigt. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich die 100%ig korrekt wiedergebe, aber es ging ja auch darum, dass Fiddler's Green ja ziemlich unauthentisch ist und stand die, auch noch mit und die drin, Musik ja auch so ein bisschen so semi-geil ist und dass es ja eigentlich verwunderlich ist, dass die Band schon 15 Alben gemacht hat. Ja, aber fragt die mal, warum das so ist. Ja, richtig. So. Also wenn die gar keiner hören würde, dann würde es die Band nicht geben. Und es war jetzt mal genau Umkehrschluss. Auch einer dieser zwei, drei Podcasts, die ich aus dem Musikbereich sonst noch so höre. Ja. Da sind mal, das sind zwei von Fiddler's Green mal zu Gast gewesen, unter anderem Frank Joost, der Drummer. Mhm. Und da hatte der Jean von Saltatio, es geht um Medium Bosch, ich will jetzt nicht drum herum hin. Jean hatte dann gesagt, ja, Fiddler's Green, euch mag ja irgendwie jeder. Und Frank Joost hatte gesagt, ja, aber das ist vielleicht auch so der Nachteil, weil uns jeder mag, polarisieren wir zu wenig und das fehlt uns dazu, um einen ganz großen Erfolg zu haben. Vielleicht ist ja so ein Verriss in einem Metalhammer auch noch förderlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vor allem, ja, weißt du, Metalhammer, weißt du, du hast ein Magazin, was ursprünglich wirklich, wie der Name schon sagt, so ein bisschen eigentlich sich Heavy Metal hauptsächlich letztlich bildet und geht dann ins Irish Folk, weiß ich nicht. Da sind aber zwischendurch auch immer so ein paar ganz merkwürdige Sachen. Sorry, Alben, das wäre, wenn ich eigentlich Schlagzeug spiele, so hobbymäßig, was ich ja tue, und meine, ich müsste auf die Idee kommen, mich jetzt ohne Vorbereitung, ohne Ahnung, mich auf die Bühne zu stellen mit einer Geige, keine Ahnung. So, das nichts wird, ist doch klar. Das ist doch bei dem Artikel genauso. So, jetzt habe ich mir auch genug aufgeregt, wir sollten mal wirklich zum Album kommen. Ja, und jetzt hast du vor allen Dingen auch der Rezensentin oder dem Rezensenten vorgeworfen, wer hat von Irish Folk Rock, keine Ahnung. Ja, sorry. Indirekt. Sorry, ja. Aber ganz ehrlich, wenn du das, was da geschrieben worden ist, so stehen lässt, sorry, dann hast du nur reißerisch. Ich soll Springer verlassen, sag ich doch. Ist egal. So bist du selten bei Musik gewesen. Oh, meine Fresse, ey. Nee, wie gesagt, ich akzeptiere jedem seine Meinung. Wenn du sagst, das Album ist nicht so toll, dann ist das so, okay. Ja. Aber du kannst wenigstens sagen, ja, pass auf, konstruktive Kritik oder einfach nur doofe Kritik. Und das ist der Punkt, der mich so aufregt. Wenn ich kann dir sagen, wenn jetzt Lied 5 und 6 hat mir nicht so gefallen, weil. Sagen du, irgendwie, weiß ich nicht, hat mich nicht gepackt. Wenn man es dann überhaupt immer begründen kann, manchmal gefällt einem die Musik ja auch nicht, und man kann es gar nicht begründen. Aber man versucht es wenigstens. Aber das ist ja, nee, komm, lass gut sein. Ja. Ich habe auch tatsächlich noch einen ganz interessanten Song bei auf dem Album, wo ich noch nicht so genau weiß, wo ich damit hin muss. Aber fangen wir erstmal mit dem Album an. Wir sind ja schon bei Stunde 4 Minuten und haben jetzt gerade jetzt auch eine Viertelstunde eine
Sorry, Leute, war gerade ein bisschen. Ich hab ein junges, aufstrebendes Musikblatt bewertet. Es hat mich etwas. 0 von 10, so. Es hat mich etwas geholt gerade, das gebe ich zu. Bettlemmer ist aber in der Bewertung bei 7 unterwegs. Also müssen wir, um beim Abstand zu bleiben, bei minus 3 von 7 sein. So. Nun, so, wir starten. Finn, das mit The Green Machine, du hattest es schon angedeutet. 29.12. Angedeutet, angesprochen. 29.12.2013 rausgekommen. Richtig. Kurz 2013 vor allem. Bitte? 2013. 23. 23. Du hast 13 gesagt. Egal. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Wir sind nicht die Schnellsten hier, hier im Emsland. Und wobei, hier ist ja sogar Grafschaft. Wir sind ja gar nicht mehr in einem. Richtig. Hier in nördlicheren, ländlicheren Gefilden sind wir nicht die Schnellsten. Wir reden über ein Album, was 2013 erschienen ist. Kurz vor Toreschluss. Nein. 29.12.2023 hat 12 Songs. Knappe 40 Minuten lang, 39 Minuten 22. Jetzt könnte der notorische Nörgler sagen, ist ein bisschen kurz. Muss man allerdings dazu sagen, Phyllis Green, Irish Folk Rock, ist oft in sehr, sehr schnellen Metiers unterwegs. Also Beats per Minute mäßig. Wenn sie die Hälfte gemacht hätten, wäre es eine Stunde lang geworden quasi. Ja, also da kriegst du in der Geschwindigkeit, wo Phyllis Green teilweise, nicht immer, aber teilweise unterwegs ist, kriegst du natürlich so drei Verse, drei Strophen und drei Verse, genau, schreide sogar. Kriegst du beides in unter 3 Minuten unter. Also Phyllis Green haben uns eine Sache ganz massiv voraus, denn im Gegensatz zu uns kommen die wenigstens schnell auf den Punkt. Indem sie etwas schneller unterwegs sind. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass du in der Geschwindigkeit, wo Phyllis unterwegs ist, 3 Strophen, 3 Refrains und ein Instrumentalpart, wenn nötig auch noch, vielleicht sogar 2, ja, auch in relativ kurzer Zeit unterbringst, während andere Bands so im mittleren Geschwindigkeitsbereich da 4 Minuten für brauchen. Ja, so. So, dementsprechend gehen einige Alben auch eine Dreiviertelstunde und andere halt knappe 40 Minuten. Richtig. So. Sie haben aber auch einen Gastsänger dabei gehabt. Richtig. Direkt auf dem ersten Album. Hat Fiddler's Green auch sehr freundlich gemacht. Die haben die ersten 3 Singles direkt an Platz 1 bis 3, auch in der richtigen Reihenfolge, wenn ich das richtig habe, ich glaube, ja, positioniert. Also wenn nochmal eine Single rauskommt, wird es wahrscheinlich My Fairy of the West, also das ist Lied 4 auf dem Album. Mhm. Song 1 zusammen mit Mr. Hurley, beziehungsweise, richtig, ja, ich glaube auch wirklich, ich glaube, in den Streaming-Diensten steht Mr. Hurley und die Pullwaffen. Es ja, ist aber, glaube ich, der Künstler-Account ist. Ja, aber es wird Mr. Hurley sein. Ist zumindest sehe ich nur Hurley im Musikvideo auch. Shanghai in Portsmouth. Erste Single ist, finde ich, eine ziemlich geile Nummer geworden. Hat vielleicht auch den Vorteil, dass ich die schon häufiger gehört hatte. Die anderen beiden Singles hatte ich im Vorfeld nicht gehört. Hat so ein Schiffstrommel-Intro. Ist eine schnelle, spaßige Folk-Rock-Nummer. Hat eine Sprechpassage von Mr. Hurley, die hat mich so ein bisschen an L-Storm, an Captain Morgan's Revenge, da gibt es auch eine Sprechpassage, so ein bisschen erinnert. Mhm. Hat einen ganz netten Stotterpart am Start des Choruses, wo ich weiß gar nicht, ob das jetzt Hurley ist oder ob es einer von Fiddlers ist, der dann immer wiederholt: told you. Es geht, glaube ich, um so eine. Könnte Hürde gewesen sein, glaube ich. Ja, das ist, ne, kann wohl sein. Und die Nummer hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Bin ich instant mal bei 9 von 10. Oh, haust auch einen raus. Also ja, ich sag mal vorsichtig. Wie gesagt, hat vielleicht auch den Vorteil, dass ich den Song ein paar Mal häufiger gehört habe. Ich habe die Nummer tatsächlich, das ist die einzige Single, die ich von der Platte vorher gehört habe. Ja? Die hat mich als Single nicht so ganz so gepackt. Jetzt als Intro-Song finde ich ihn ganz cool. Deswegen, ich bin bei der 8 von 10. Der macht mich jetzt als Opener, als Album-Opener irgendwie mehr heiß als als Standalone-Single irgendwie. Keine Ahnung, das war wieder, das haben wir schon aber ein paar ich Mal fand, festgestellt. Ich fand die Single, aber wie gesagt, die habe ich auch 3-4 Mal gehört, die fand ich eigentlich auch ganz nice. Also wie gesagt, mich hat so in dem Album-Kontext dann geholt. Ja. Tatsächlich fand ich die ganz cool. Und da ging ja dann die Reise auch so ein bisschen los. Und ja, Song Nummer 2. Die Kanten-Einjo-Nummer. Genau, die Kanten-Einjo-Nummer, The Bock, ist eine ziemlich coole Nummer, muss ich sagen. Da war ich dabei. Ja. Also es ist ein super schneller Song. Was mir sehr, sehr viel Spaß macht, ist dieser Drive, dieser Groove, der da einfach in dem Song auch irgendwie herrscht. Meinst du auch dieses, was ich vorhin schon sagte, diese druckvolle Gitarre und Snare? Ja. Dieses, so, was so ein bisschen so dieses Treibende ist. Ja. Ja, das ging nämlich. Ja. Told you. Du bist beim Stotterpartner, du hast. Ich bin beim Stotterpart hängen geblieben. Stotterpart. Ja, der ist nämlich da auch bei dem Song The Bock ziemlich an mich rangegangen. Ja. Das, also damals, Highlight. Ich glaube, das könnte live ziemlich viel Spaß machen, das Ding. Ja. So, weil, also die Leute so ein bisschen zum Tanzen zu bewegen. Ja, ich habe auch aufgeschrieben, das ist für mich eine Mischung aus Tanznummer und druckvollem Rocksong. Kommt hin. Ich muss gestehen, also erstmal Respekt an den Sänger, weil das ist ja ein abgefahrener Zungenbrecher zwischendurch.
Der ist so schnell mit dem Text. Ja. Also, alter Falter, nicht schlecht. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ist einer der drei Songs, die ich am geilsten fand von der Platte. Muss ich jetzt, kann ich jetzt schon mal spoilern. Dem gebe ich eine 9 von 10. 9 von 10? Ja. Bin ich knapp drunter. Ich bin bei 8,5 von 10. Mhm. Wie gesagt, kann durchaus damit zusammenhängen, dass The Bock halt noch den Nachteil hatte. Ich habe den wirklich beim Hören des Albums das erste Mal gehört und da hat Shanghai in Portsmouth noch so ein paar Durchläufe Vorsprung mir gegenüber. Gegenüber The Bock. Und der hat mir aber sonst auch sehr gut gefallen. Ja, absolut. A good old Irish Bar. Wie stehst du dazu? Auch ein Zungenbrecher. Wie stehe ich da? Also, wer kann was gegen gute alte irische Bars sagen? Nicht viel. Ne? Es ist die dritte Single, also der Song jetzt ist die dritte Song, dritte Single. Der Song ist die dritte Single. Ach, wir müssen zusehen, dass wir müssen ja auch zusehen. Hast du dein Pulver schon in der ersten Stunde verschossen oder was? Ja. Wir müssen zusehen, dass wir mit dem Album ähnlich schnell durchkommen wie Fiddler's Green selbst. weil mein Sprechen wird nicht besser. A Good Old Irish Bar ist wieder ein sehr schneller Song, der im Chorus nochmal ein bisschen flotter wird. Ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Fiddler's Green hat, glaube ich, mehrere Mitglieder, die Gesangsparts übernehmen, ne? Ich muss gerade kurz überlegen. Weil hier, glaube ich, ich habe die schon mal live gesehen. Bisschen, ja, ich glaube schon. Weil hier ist die Stimme nämlich ein bisschen rotziger, mehr so diese rockröhrigere Stimme als bei The Bock oder bei Shanghai in Portsmouth. Gegen Ende von der Chorus hat man teilweise eine kurze Tempobremse, bevor es dann wieder weitergeht. Mhm. Und ich habe hier geschrieben, allein aufgrund der Geschwindigkeit bietet der Song live Gelegenheit zur Eskalation. Jetzt nicht im Moshpit, aber das ist aber, wie gesagt, kein Metal. Ja. Nicht im Moshpit. So zum Tanzen einfach, so ein bisschen. Ja, so diese Irish Folk, Irish Folkige Tänze. Ja, so in der Richtung. Man halt so macht. Richtig. Ne? Ich fand den Song ganz gut. Ich fand den Song ganz gut. Deswegen gebe ich 8 von 10. Da gibt es für mich nichts hinzuzufügen. In der Beschreibung und in der Bewertung. Da gebe ich auch 8 von 10. Das ist erschreckend. Tatsächlich bin ich da. Also jetzt muss ich nochmal überlegen. The Bock warst du bei 9. 9 und bei Shanghai in Portsmouth bei 8,5 oder bei 8? Bei 8. Ah, okay. Da bin ich insgesamt knapp ein bisschen vor dir. Richtig, aber das wird sich jetzt, glaube ich, gleich ändern, denn My Fairy of the West. Da bin ich jetzt gespannt, in welcher Richtung. Denn ich habe gesagt, ich bin ein bisschen vor dir, das wird sich jetzt ändern. Jetzt, dann erzähl du. Und zwar My Fairy of the West, muss ich sagen, ist auch eine Nummer, die mir persönlich auch viel, viel Spaß macht. Was hier sehr auffällig ist, auch der Rhythmus-Groove irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie packt. Hat mich das gepackt, irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Ich weiß nicht wieso, weil es ist, ich lese gerade so deine Stichpunkte so ein bisschen. Ist mir jetzt so in der Schwere gar nicht aufgefallen. Du sagst dir gleich, worum es geht. Bei My Fairy of the West, ja. Ja, bei den Stichpunkten. Ich muss gestehen, ich war bei der Nummer irgendwie auch eine gewisse gute Laune und irgendwie ich fand das nicht schön. 8,5 von 10. Das überrascht mich. Ich bin nämlich jetzt bei meiner Bewertung sogar noch ein bisschen hochgegangen. Ich war nämlich erst noch ein bisschen weiter drunter. Ich weiß aktuell noch nicht so ganz, wohin damit. Ich habe bei den ersten beiden Durchläufen ging der Song so gar nicht an mich. Oh, okay. Hintergrund ist, es erinnert mich so ein bisschen an so eine Elektropop-Nummer teilweise. Mhm. Ich glaube, du hast da keine, ich habe da versucht, das so ein bisschen rauszuhören. Ich glaube, du hast da auch nicht wirklich Elektroelemente drin. Also mit Elektroelemente meine ich jetzt nicht, klar, eine E-Gitarre ist ja auch irgendwo elektrisch. Oder Klavierklänge über ein Keyboard sind ja auch irgendwo elektrisch. Ja. Ich meine schon so ein bisschen so Utz-Utz-mäßig. Mhm. Ich glaube, es ist eher so ein Drum. Es sind keine Elektroelemente drin, glaube ich, wirklich in dem Song. Es ist eher so ein Drum-Groove, der so ein bisschen aus dem Elektropop vielleicht kommen könnte. Mhm. Ich glaube auch, dass Frank Joost, der Drummer, teilweise auch Live-Drummer von irgendwelchen Elektropop Künstlern gewesen ist. Ich meine das mal gelesen zu haben, will ich mich jetzt aber nicht aus dem Fenster lehnen. Würde dann vielleicht auch ein gewisser Einfluss mal irgendwie erklären, ne? Ja, also ich kann mir schon vorstellen, also ich glaube schon, dass das wirklich Drumming ist. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere über so ein Drumpad kommt. Mhm. Also ein E-Drumpad. Und oder halt irgendwie über du kannst ja auch
diverse andere Töne aus einer Bassdrum rausholen, wenn du dann Trigger dran, klemmst. Geht ja zum Beispiel auch. Kannst entweder noch ein bisschen fetter machen oder halt irgendwie anders verzehren. Und der Chorus ist für mich, und das war das Problem, was ich sehr lange hatte, das war wirklich so eine seichte, auch von der Gesangsmelodie, so eine seichte, Pop, sehr, sehr poppige Nummer. Jetzt, wo ich das aber 3-4 Mal gehört habe, geht das schon wieder so ein bisschen eher an mich. Das ist, ist ein bisschen ziehen wie ein Tee. Ja, es ist, also wo The Bock so ein bisschen rockig und druckvoller war, ist My Fairy of the West halt sehr, 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 sehr catchy und weich und soft, finde ich persönlich in der also sehr, sehr poppig halt in der ne? Aber es ist trotzdem, ich kann auch nachvollziehen, dass du sagst, hat mir direkt Spaß gemacht, weil inzwischen ist das so einer der größten Ohrwürme, die ich dann teilweise habe, weil der halt so catchy ist und hat mir auch zwischendurch auch mal Spaß gemacht. Ich war meiner ursprünglichen Bewertung wäre ich irgendwo bei 6 gewesen. Ui. Es kann sein, dass ich habe dann 6,5 aufgeschrieben gehabt, erstmal kurz bevor ich dir gestern dann die Mitschrift dann wieder rübergeschickt habe, habe ich die Bewertung nochmal aufgerundet auf 7, weil ich im Moment noch nicht genau weiß, wohin mit der Nummer geht. Ist das jetzt eine Nummer, wie ich es am Anfang dachte, die geht gar nicht, oder ist das eine Nummer, wo ich dann nachher sage, boah, die ist echt geil. Das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Es kann sein, dass es Durchläufe gibt, wo ich dann sage, boah, nee, geh mir weg damit, machen was anderes rein. Wenn ich so meine Arch-Enemy-Phase habe zum Beispiel. Nee, aber du weißt, was ich, ne? Ja. wo ich dann vielleicht eher so ein Song wie der nächste Song, den es gleich gibt, dann eher an mich rangeht. Aber wie gesagt, ich habe auch diverse Durchläufe jetzt, gerade die letzten Tage noch gehabt, wo ich den Song ziemlich, obwohl ich mich dagegen gewehrt habe, recht abgefeiert habe. Ja, tatsächlich. Du, wie gesagt, also das muss ein bisschen ziehen. Ich weiß nicht, würde damit, also ich finde es ist ein guter Song, wenn der irgendwie in unsere Musiklaber-Lernens Playlist käme, wo du ihn da gerne drin haben wollen würdest, würde ich es auch mitgehen, weil das ist auch vielleicht so eine etwas polarisierende Nummer, kann ich mir vorstellen. Das ist durchaus nicht ausgeschlossen, aber wie gesagt. Ich habe noch geschrieben, der wirkt auf der Platte etwas experimenteller. Im Vergleich ist zu den natürlich anderen, ist natürlich dann auch nochmal so ein Farbtupfer in der Platte. Ist so. Ja. Vielleicht gerade deswegen, weil er so ein bisschen raussticht, dann wieder ins Schwarze getroffen bei mir. Vielleicht meint der eine oder andere da Authentizitätsprobleme zu erkennen, aber man weiß es nicht. So, ich trinke nochmal einen Schluck Wasser, because I don't like Alkohol. Ich mag keinen Alkohol, ich auch nicht. Ui, okay. Ich glaube, du solltest aber auch tatsächlich, du sollst etwas schneller trinken, denn du musst mir jetzt mal sagen, warum der Song so geil ist, weil ich glaube, ich da ein bisschen, da unterscheiden wir uns ganz gewaltig in der Bewertung. Echt? Der ging gar nicht an dich? Ich kann es dir ganz gut sagen. Also erstmal vom Songtitel als solcher. Gut, okay, vom Titel soll man nicht vom Cover soll man nicht auf den Inhalt eines Buches schließen, klar. Aber weiß ich nicht, irgendwie ist das für mich so ein bisschen so ein typischer Trinksong. Sorry, also so ein bisschen. Ja. So ein typischer Trinkersong, das ist nichts jetzt Spektakuläres. Und was ist jetzt das Problem daran? Ne? Ist nichts Spektakuläres, ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ist für mich eine Durchschnittsgurke, 7 von 10. Nein. Erstmal ist es ein sehr flotter, rotziger Song. Hast du gerade vorhin irgendwie heimlich also im Handy geholt, hast du bei Metal Hammer unterschrieben? Nein, ich meine, wir sind ja so ein bisschen auch mal hier und da. Nee, also aber, ne? Erklär du mir, warum die Nummer geil ist. Change my mind. Ja, was interessiert mich deine verblichene Meinung? Nee, ich mag die Nummer, weil die, weil es halt sehr schnell ist, sehr rotzig, ein ultra eingängigen und trotzdem rocking Chorus mit einem sehr leicht zu merkenden Text. Also hat ziemlich Party-Nummer-Potenzial. Und klar, man kann dem Song jetzt vorwerfen, es ist eine Trinknummer. Jede Band hat ihre Trinknummern und für das Green vielleicht noch ein oder andere mehr. Aber ich weiß nicht, ich finde, es ist ein 1A-Rocksong. Die Gitarren sind deutlich vordergründiger. Drumming ist wieder ein bisschen härter. Geigen haben auch ihre Passagen, aber jetzt nicht so vordergründig wie zum Beispiel bei The Bock oder bei anderen auch langsameren Nummern. Weiß nicht, vielleicht auch aufgrund, weil es die eingängigste Nummer der ganzen Platte oder eine der eingängigsten Nummern der ganzen Platte ist und weil es halt diese Mitsing-Passage hat und weil es halt auch eher eine Rocknummer ist als eine Folknummer. Ich bin bei 9,5 von 10. Einer meiner Highlights. Ja. Ist ja nicht verkehrt. Wie gesagt, ich hab's jetzt natürlich etwas provokanter gesagt, so nach dem Motto, change my mind. Weiß ich. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde die Nummer nicht schlecht so.
Ich habe den Song auch nüchtern gehört, muss ich dazu sagen. Mehrmals. Also eigentlich nur. Ich eigentlich auch. Na ja, gut. Fleecy Cloud, Song Nummer 6. Also, nochmal eben, I Don't Like Alcohol, wie man von dem Titel I Don't Like Alcohol auf Trinknummer kommt. Weil das heißt ja, I Don't Like Alcohol. Ne? Ja. Das ist so dieses. Es ist so frei übersetzt. Ich mag keinen Alcohol. Aber der Alkohol mag mich. Hier, das Zeug des Teufels, verdammt nochmal. Aber der Alkohol mag mich und wer bin ich denn, ihm zu widersprechen? Wie war das? Finde ich allerdings auch textlich schon ganz witzig. Ne? Vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist es auch dieses Augenzwinkern im Titel. Wahrscheinlich nach dem Motto, ne? Alkohol ist mein Feind, aber auch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben. Ja, sowas in der Richtung. Sowas. Ne? Wer bin ich, dass ich dem Alkohol widersprechen könnte? So, Fleecy Cloud, Song Nummer 6, Halbzeit auf dem Album. Ja. Ist ein ziemlich balladiges Stück, muss ich sagen. Ist so. Kommt sehr, sehr entspannt daher. Ja. Ich muss gestehen, ich habe meine Notizen etwas kürzer gefasst, weil ich tatsächlich recht kurzfristig in der Mittagspause mir noch eben nochmal ein paar Songs anhören muss. Ja, ich habe irgendwie, Zeitmanagement war jetzt zum neuen Jahr schwierig. Nächste Woche sprechen wir da nicht drüber. In einer der nächsten Wochen sprechen wir nochmal über das Album, wenn du es ausgiebig und exzessiv gehört hast. Nein. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen alkoholischen Genuss und dann kannst du mir nochmal eben erzählen, wie du diese Songs bewertest. Dieses Album hatte schon ein paar Durchläufe, aber ich habe einfach vergessen, mir meine Notizen zu machen. Das war mein Problem. Ach so. Und das habe ich dann halt eben so dann nochmal mittags eben kurz mit Handy und Notizen so eben gemacht. Deswegen habe ich da jetzt nicht ganz so viel. Das war das, was mir so in dem Fall aufgefallen ist. Nein, ich mach den Song sehr, sehr gerne. Ja. Weil es eben einmal kurz mal so ein bisschen durchatmen ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz wirklich sehr schöne Nummer ist. Ich habe dem eine 8 von 10 gegeben. Wenn die ganze... Ja, okay. Das ist nicht unberechtigt. Wenn das ganze Album nur in gefühlt 280 Beats per Minute durchlaufen würde, dann wäre es auch sehr, sehr monoton. Wäre wahrscheinlich noch schneller zu Ende, aber sehr, sehr monoton. Oder wäre wahrscheinlich noch schneller zu Ende und sehr, sehr monoton dabei. Ich finde diese ganzen ruhigeren Nummern, die werten das Album auch noch, lockern das Album auch noch so ein bisschen auf. Und das ist auch balladige Nummern, finde ich, können sie sehr gut. Mhm. Wie du schon sagst, ist es bis hierhin, also es ist ein balladiger Song, es ist bis hierhin die langsamste Nummer von einem Album. Der Chorus, der wird dann für mich so wieder so ein bisschen was epischer, zumindest vom Gefühl her. Und also gefällt mir auch sehr gut. Ich bin ja auch bei 8,5 von 10. Das ist, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ob du 8,5 oder 8,5 sagst, dann kommt da irgendwie so Käse raus wie 8,5 von 5. Hatten wir auch noch nicht. Das ist neu. Das ist allerdings neu. Und ich find's gut. Ja. 8,5 von 5. Nun. Ja. Die Flasche ist nicht ganz voll, aber dafür auch nicht angelüllert. Ready for the ball. Ja. Ich mag Ballsportarten. Ne, ich auch, aber ich glaube, in dem Fall geht es nicht um Ballsportarten, sondern eher vielleicht wirklich so. Für einen Ball, aber anders. Also ich glaube, den Ball werden die etwas anders interpretiert haben. Are you ready, all the boys? Das kommt davor. Ja, kann ja sein. Die können ja trotzdem erstmal auf den Ball marschieren zum Party machen und vielleicht. Ja. Egal. Jedenfalls, nichtsdestotrotz, Vorfreude auf die Feier, habe ich so tatsächlich mal geschrieben. So. Das ist tatsächlich so eine Nummer, wo du ein bisschen hype werden kannst, tatsächlich. Auch so, wenn du selber irgendwie gerade dich irgendwo. Am Wochenende so nach dem Motto, mit den Jungs mal um Häuser ziehen oder irgendwie ein bisschen mal auf Achse Action Jackson und so. Und schnell spaßig Stimmung. Das sind so meine Hauptbegrifflichkeiten. Ja. Bin ich, ich gebe die Bewertung gleich schon mal hinterher. Auch da 8 von 10. Ja, check. Also 8 von 10 habe ich auch. Oh, also du hast am Anfang so ein Intro wie bei so einer verzerrten alten irgendwie, Rede, alte amerikanische Rede. Es ist auch wieder ein etwas rockigerer Song. Er ist stimmlich gefühlt ein bisschen tiefer als die restlichen Songs von den Vocals und auch möglicherweise von den Instrumenten her. Ja. Ich bin da tatsächlich, hatte mich da tatsächlich erinnert gefühlt an eine junge aufstrebende, tatsächlich in diesem Fall junge aufstrebende Combo aus Rheine. Okay. Ich hatte da so leichte Estuplin-Vibes, weil Estuplin ja auch dieses Grumpy Trump was glaube ich, mindestens da haben die auch diese Sprache, weil die da ja so Donald Trump so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Und Estuplin ist jetzt eine Metal-Kapelle, die halt auch so ein bisschen, ja, manchmal irische Anlehnungen
hat. Mhm. Die haben den Song Boston Tea Party mhm. und haben auch teilweise Dudelsäcke damit drin, ist aber sonst eigentlich eine Metal-Nummer. Mhm. Und vielleicht, Ivo, habe ich da so ein bisschen, weil ich S2Plin das Album halt deutlich häufiger auch schon gehört habe als Fiddler's Green, ansonsten ist der Vergleich so ein bisschen hinkt. Ich wollte gerade sagen, meinst du, Fiddlers haben bei S2Plin sich was abgekupfert? Nee, das meine ich nicht. Das meine ich eben nicht. Wenn das, ja, wär's cool. Ja, das würde mich nicht weniger freuen, aber das meine ich nämlich eben nicht, deswegen, das fand ich auch ganz interessant, dass ich bei einer Band, die schon deutschlandweit etwas mehr Bekanntheit hat, Vibes habe von einer Band, die eher nur regional hier bislang bekannt ist, wenn denn überhaupt. Also bei einer sehr, sehr, noch sehr, sehr kleineren Band, mhm. um das mal so zu formulieren. Mhm. Aber weiß ich, fand ich ganz witzig. Also wie gesagt, S2Plin macht Metal mit irischen Anlehnungen teilweise und Fiddler's Green macht Irish Folkrock, die teilweise ein bisschen manchmal härter werden, aber bei weitem kein Metal. Und hinten raus hast du halt diese verzerrte Sprechpassage, die live sehr geil kommen könnte, mhm. Wo wahrscheinlich live auch nachher die Party abgehen könnte mit Are You Ready All The Girls? Are You Ready All The Boys? Das ist das, was ich gerade angedeutet hatte. Ja. Ich bin auch, wie schon angedeutet, bei 8 von 10. Das ist so wohl. Ja. Jetzt bin ich mal so ein bisschen gespannt, wie wo da die Reise hingeht. Ich habe da irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen andere Vibes. May the road rise up to meet you. Ja. Ist das jetzt eigentlich eine Nummer, die jetzt eher so auch an das Textes einfach irgendwen total einfach angeht, nach dem Motto, du Arschgeige, so nach dem Motto? Oder ist es einfach so was Verallgemeinerndes? Ich blick da nicht so ganz durch. Ich habe geschrieben, so nach dem Motto, in Anführungszeichen, du Arschloch, mit einem Lächeln dabei, so ungefähr, so ein bisschen umschrieben und umsungen. Es ist tatsächlich. Ich weiß nicht, wo ich damit hin muss. Das ist das Interessante, was ich. Das hatte ich heute Morgen tatsächlich noch, als ich auf mich zur Arbeit, als ich den Song gehört habe. Das ist ein Song, wenn du wirklich gerade mal irgendwie von einen Brass auf irgendwen hast, warum auch immer, dem du aber nachher trotzdem noch in die Augen schauen willst, dann kannst du bei dem Song an ihn denken, weil er ist nämlich eigentlich, also er ist akustisch, er ist jetzt nicht Gott weiß wie brachial, es ist jetzt nicht wie Böse Onkels Fahrt zur Hölle, mhm. Das ist nämlich sehr, sehr, das ist sehr, sehr Endzeitstimmung, stimmungsmäßig. Er hat so Vibes, dass man es auch mit dem Augenzwinkern sehen kann. Mhm. Was ich so verstanden habe bislang in dem Song ist, ist es aber eher so, dass ich glaube, es geht dann da doch schon eher um das Enttäuschtsein von jemandem und sich in jemanden getäuscht haben. Weil am Anfang ist, ganz am Anfang ist die Welt und die Beziehung dann auch noch zu der anderen Person, also, es geht glaube ich nicht um Mann, Frau, sondern wirklich um eine freundschaftliche Beziehung, noch in Ordnung. Und dann haben wir sich getäuscht und dann kommt halt der Chorus, fuck you, you bloody prick. Ja. Fuck you, you're full of shit. Ja, da wird auch nicht ordentlich Gas gegeben, ja, ordentlich vom Leder gezogen. Es ist dabei aber noch durch diese Country-Akustik, durch dieses Country-Akustik-Feel, ist es durch die Blumen. So ein bisschen lalalalalalala, du Arschloch. Ja, deswegen gesagt, du Arschloch mit einem Lächeln so quasi. Ja, das ist das, was ich gerade krampfhaft versucht habe, irgendwie zu meinen. Wenn du mir zum Beispiel jetzt auf den Sack gehen würdest, man könnte auch sagen, kann ich wunderbar das Lied hören, mitsingen und dabei an dich denken, dir aber trotzdem noch in die Augen gucken. Toll, oder es kann trotzdem sein, dass ich in 10 Minuten dann schon wieder nicht mehr so abgefuckt von dir bin, wenn dem denn so wäre. Ne? Weil, wenn du mir auf den Sack gehst und ich höre, also ich sag mal, du müsst mir schon sehr auf den Sack gehen, bis ich an dich denke, wenn ich von den Onkels Fahrt zur Hölle höre. Okay, das ist schon mal sehr gut zu wissen, das ist schon mal beruhigt. Ne? Also, das meine ich. Das meine beruhigt ich, ne? Schon mal sehr. Das ist aber schön. Ich glaube schon, dass das einfach. Ja, ne? Das ist schön. Also, ich spüre gerade so diese warme Wärme, diese Harmonie, diese warme Wärme. Das ist ein Feng Shui-Raum. Anderer Film. Allerdings. Schreibt uns wenig. Nee, also mir hat der Song tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, der macht unglaublich Spaß. Das ist auch eher so eingängiger Mitsing-Chorus. Wie gesagt, man kann es ernst nehmen oder auch nicht. Also ich glaube, die Message in dem Song ist durchaus ernst gemeint. Es ist jetzt die Frage, so ernst gemeint wie und so endgültig wie Fiddler's Green in ihrer Musik da Sachen endgültig nehmen. Ne? Weiß ich nicht. Ich bin bei 9,5 von 10. Okay, ja, da war ich jetzt, wie gesagt, da ich eben nicht so ganz wusste, wo ich damit hin muss, war ich jetzt bei 7,5 von 10 tatsächlich. Da war ich deutlich drunter. Was so ein bisschen bemerkenswert ist, der Song hat im Gegensatz zu vielen anderen Songs eher ein mittelschnelles Tempo.
würde ich behaupten. Es ist nicht ja, so. Kommt hin, ja. Oder zumindest vom Feeling her. Mhm. Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl. Ja, das ist schön. Was für ein Feeling hattest du denn bei I Need a Volunteer, bei dem Song Nummer 9? Ein swingiges Feeling. Ich hätte gehofft, du sagst dieses Wort nicht. Dann swing mal ein bisschen durch den Song. I Need a Volunteer ist so eine swingige Nummer, ne? Mit sich wiederholenden We Want More, We Want More, We Want More Textpassagen. Aha. Ist vermutlich auch eher schnell, fühlt sich dann aber auch nicht so schnell an. Mhm. Also da bin ich jetzt zu wenig technischer Musikant als, also ich bin gar kein Musikant, aber und Musiker auch nicht. Ich habe bei dem Song tatsächlich noch eine Querverdrahtung im Hirn gehabt, wieder mal von was Bekannten. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil das ist jetzt kein... Darf ich eben noch fertig machen? Dann, erzähl mal, ja, erzähl, sorry. Weil das ist jetzt ein Song, ich finde ihn ganz nett, aber das ist für mich persönlich jetzt kein Highlight. Mhm. Ich bin ähnlich tatsächlich wie bei My Fairy of the West. Jetzt muss ich überlegen, ob ich den Titel auf Reihe kriege. Bin ich auch bei 7 von 10. Ich bin mir aber relativ sicher, dass I Need a Volunteer da in dem Bereich bleiben wird. Und bei My Fairy of the West kannst du nur in jede Richtung ausschlagen. Ja. Im Moment eher auf dem aufsteigenden Ast. Vielleicht irgendwann nochmal wieder Tage, wo ich denke, boah, nee. das weiß ich nicht. Aber hier bin ich erstmal so im ganz nett, aber mehr auch nicht Bereich. Jetzt du mit deiner Querverbindung im Hirn. Ja, also grundsätzlich bin ich tatsächlich bei einigen Sachen gar nicht so weit weg von dem, was du gerade sagtest. Und zwar, ich muss ein bisschen ausholen, weil das jetzt nicht nötigerweise eine Nummer ist, die aus unserem Rock-Metal-Mittelalter-Kosmos kommt, sondern aber eine sehr bekannte Melodie ist aus den, ich glaube, 70er, 80ern. Kennst du diese damalige Elektronummer Popcorn? Dieses... Die Melodie kennst du bestimmt. Das haben die doch auch mal gecovert. Haben sie gecovert. Und diesen Song habe ich auch in dieser Nummer irgendwo wiedergefunden. Tatsächlich, echt? So ein bisschen, ja. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Wie eine langsame Version von diesem Popcorn-Song. Also Popcorn heißt der Song tatsächlich. Von dieser Melodie habe ich das so in so einer etwas langsameren Version noch wiedergefunden. Die schnelle Version, die Coverversion, war ja von dem New Folk-Album 1999, glaube ich. Da bist du besser im Thema tatsächlich als ich. Tatsächlich, weil ich die Nummer auf dem Drum hin und wieder spiele, weil die Spaß macht. Ja, ja, das, deswegen, da hattest du mir die auch mal gezeigt. Und ich meine, die Melodie, die kannte ich vorher auch schon, auch, jetzt nicht von... Vom Titel, aber von der Melodie von Fiddlers jetzt nicht, aber... generell halt. Die Melodie kennt man halt so ein bisschen. Und die erinnerte mich da halt unfassbar dran. Die erinnerte mich halt dran, nur halt etwas langsamer abgespielt. Also die BPM ein bisschen rausgenommen, und aber Melodie dieselbe. Mhm. Das fand ich noch ganz bemerkenswert. Sorry. Ansonsten bin ich tatsächlich ziemlich bei dir. Also es schwimmt für mich auch so ein bisschen mit. Ist jetzt nicht das Highlight da drin. Ich gehe auch mit der Bewertung komplett mit dir. 7 von 10 bin ich voll, bin ich komplett bei dir. Bei der nächsten Nummer, Song Nummer 10, Hangover. Das ist das, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe. Das ist jetzt thematisch und vom Songtitel jetzt das Rad nicht neu erfunden. Ja. Muss man ganz klar sagen. Das ist der schwierige Tag am nächsten. Das ist der Morgen danach. Ja, der Morgen danach, genau. So nach dem Motto, ich trinke nichts mehr, was hab ich, Kopfaua. So wie auch schon diverse andere Bands das schon immer gesagt haben, nach dem Motto, am Morgen danach ist immer alles schlecht, aber irgendwie fange ich dann doch irgendwann wieder damit an. So, da bin ich genauso wie davor auch, ist für mich eine 7 von 10er Nummer. So, ist ganz cool, ist irgendwo schwingt auch ein bisschen im Ohr mit, aber ist jetzt, da sind andere Sachen einfach geiler auf der Platte für mich. Der Chorus, wo dieses wiederholende I have a hangover, das hat natürlich so ein Stück weit auch Ohrwurmpotenzial, kann sich in den Synapsen verankern. Das durchaus. Ansonsten, es ist eine langsame, aber eher druckvollere Nummer. Also es ist wie der Morgen danach mit Kopf. Keine von den beiden Balladen. Ja, genau, da hat man auch Druck und ist nicht so der Allerschnellste, das stimmt. passend auch wieder der etwas rotzigere Gesang hier. Der Song hat sicherlich so seine Momente, wo der auch Spaß machen kann, ist aber auch für mich nicht so das Highlight. Es ist weder diese ruhige, sanftere Ballade, die mir sehr gut gefallen haben auf der Platte, noch diese Partynummer, noch sonst irgendwie schnell, ist halt sehr, sehr langsam trabend. Ja. Bei den Balladen ist dann zumindest noch eine gewisse schöne Melodie oder irgendwie sowas drin. Ja. Ein bisschen Gefühl. Fehlt ja. Deswegen, ich bin bei 7,5 von 10, hat vielleicht für mich ein bisschen mehr Potenzial als Need a Volunteer. Mhm. Ich bin aber auch schon relativ
festgefahren in der Bewertung. Also gehe ich nicht davon aus, dass es nochmal ein Highlight von mir wird. Mhm. Anders als bei, wie vorhin schon gesagt, My Favorite of the West. Ja. Und wie gesagt, sind wir uns auch nicht weit voneinander weg, tatsächlich, was das angeht. Nehmen wir doch mal wieder ein bisschen mehr Tempo auf. Murashi Dürken. Jawohl. Da wird's. Was? Ja, so ist der Song. Ja. Es wirkt etwas geleiert. Murashi Dürken. Ja. Murashi Dürken, irgendwie so. Jedenfalls, ja, kurz, wir sind jetzt so. Ich dachte gerade, du hättest einen bekannten Katzennamen. Nein. Wir sind auf der Zielgeraden bei dem Song, bei dem Song und auch beim, bei der Platte. Ja, der Song ist relativ schnell wieder durch. Das ist ein flotter Sprinter. Deswegen, man kommt schnell gegen Ende der Platte. Richtig, ich habe da auch nur tatsächlich ganz kurze Sachen. Ist ein flotter Sprinter, gefällt mir aber persönlich irgendwie ganz gut, hat einen coolen Drive, ist ein bisschen was los in der Geschichte. Hat mir direkt eine 8 von 10 abgenötigt, passt. Ja, check. Tatsächlich auch wieder. Wir sind uns doch vergleichsweise oft einig hier. Ja, du hast auch gesagt, flotter Sprinter. Es ist sehr folkig, aber dennoch mit der richtigen Portion, ne? Ja, mit der richtigen Portion druckvoller Rock. Hier nochmal, Entschuldigung, ich hatte mich jetzt gerade ein bisschen verschluckt. Das ist hier nochmal die letzte Chance auf der Platte zur Eskalation. Ja. Ähnlich wie bei welchem Song war das jetzt noch? Song Nummer 3. Da hatte ich auch schon mal Eskalation. Good Old Irish Bar, jawohl. Good Old Irish Bar, genau. Es dürfte eine ungefähr die gleiche Geschwindigkeit haben. Also ja, schnell. Ja. Schnell bis sehr schnell. Ja, wie gesagt, auch bei 8 von 10 kommen wir zum Rauschmeißer The Parting Glass. Richtig, du hast es gerade schon angedeutet. Letzte Chance zur Eskalation, denn The Parting Glass, der Schlusspunkt an der ganzen Kiste, ja, ist dann so das Outro, beziehungsweise so die Abschiedsnummer auf der Scheibe. Ja. Es ist ja ruhig und schwerfällig. Man könnte jetzt auch sagen, auch wieder der Rauschmeißer aus der Kneipe quasi, so ein bisschen aus dem Pub. Ja, so. Ne? So, also so nach dem Motto, ja komm, jetzt ein letzter geht noch und dann ist auch Schicht im Schacht für heute, so nach dem Motto, war schön, aber jetzt ist auch mal gut. Und von daher, ja, auch da muss ich sagen, ich hatte bei dem Song irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist ruhig, ich muss anders anfangen. Ich bin ja normalerweise immer Fan von gerade so dieses Vielfältige und so weiter und so fort. Es klappt da auch. Aber irgendwie ist mir das im Vergleich zu den ganzen anderen Songs, weil doch das Tempo im Grundsatz ziemlich fix unterwegs ist, ist das eine noch extremere Vollbremsung für mich so ein bisschen. So nach dem Motto, oh, ist alles schön. Wie wenn du morgens um 4:30 auf die Uhr guckst und denkst, scheiße. War doch vorher auch noch Fleecy Cloudy, war auch schon langsam. Ja, das war das, wo du mal eben kurz zur Bar gehst und dann Getränk holen musst. Es wird immer so nach 6 Songs, wird mal kurz ein bisschen auf die Bremse getreten. Ja, das war eben noch. Die Jungs sind, glaube ich, gibt es die Band nicht schon seit 95? Ich glaube wohl. Oder noch länger? Also ja. Diese werden jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Na, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein schöner Song, ist eine schöne Nummer, deswegen nicht. Wobei Frank Joseph müsste, glaube ich, vor kurzem noch 40 geworden sein. Der hat ja noch ein paar gute Jahre vor sich. Ich bin auf jeden Fall bei einer 8 von 10, da bist du deutlich drüber, sehe ich. Ja, mir hat der Song auch sehr gut gefallen. Erstmal ist das so eine gefühlvolle Ballade nachher hinten raus wieder. Mir gefällt, dass Snare-Drumming, wie du es auch bei Märschen teilweise hast. Bei so einem, keine Ahnung, Snare-Drum. Sottischen Drumming-Chor, keine Ahnung. Mit diesen immer wiederkehrenden Rolls. Ja. Also, ja. Gefällt mir sehr gut. Nach 2 Minuten 30 hast du nochmal wieder ein bisschen mehr, also auf moderatem Niveau etwas mehr Druck und ein bisschen mehr Power, finde ich, ist eine schöne Steigerung. Ja. Ich finde, es ist hinten raus nochmal eine sehr schöne Nummer geworden und beendet das Album recht würdig. Bin ich bei 9,5 von 10. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Das Problem ist, den Song. Und es tut mir nicht leid. Ich hatte tatsächlich bei dem Song hatte ich nicht so. Wie soll ich sagen? Ich hab die Platte ja ein paar Mal durchgehört, viele Sachen sind noch hängen geblieben, aber da hatte ich wahrscheinlich nicht die Ruhe gehabt, mal das mit 100% Seele und Sachverstand zu hören. Deswegen ist das so. Du hattest nur eine halbe Stunde Mittagspause und warst schon drüber nach Song 11 und dann hast du die letzten Minuten keine Zeit mehr nehmen können. Ich habe gesagt, ich hab die Stichpunkte in der Mittagspause zusammengeschrieben. Ich habe nicht gesagt, dass ich das Album in der Mittagspause einmal gehört habe. Das muss man schon nicht verwechseln. Mhm. Nichtsdestotrotz. Ich mach mal mein Fazit tatsächlich als erstes. Ich muss ganz ehrlich sagen, Fiddler's Green, wer dann schon die eine oder andere Platte mal gehört habe, so wie in meinem Falle, ich muss ganz ehrlich sagen, die Platte ist genau das, was man erwarten konnte. No. Im Endeffekt. Also ich sag mal, experimentell hin oder her, im Großen und Ganzen wird da jetzt nicht irgendwie versucht, das Rad neu zu erfinden vom Sound. Muss ja auch nicht. Richtig, muss auch nicht. Es ist nichtsdestotrotz, es ist, was man eben erwarten konnte von Fiddlers, es ist launig, flott und
ich sage jetzt einfach mal, so eine schöne musikalische Reise durch Irland und deren Pubs. So habe ich es mal bezeichnet. Ja. Finde ich. Für mich persönlich fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen. Das ist auch eine Platte, die geht auch immer. Die kannst du immer mal zwischendurch hören. Die macht auf jeden Fall auch gute Laune. So, immer so ein bisschen so diesen Initialfunke so ein bisschen gibt. Von daher, ich finde das eine schöne Platte geworden. Hat mir gut gefallen. Ich gebe dem ganzen Gesamtwerk, ich war bei vielen Sachen bei 8 von 10, ein paar drunter, ein paar drüber. Das ist für mich eine 8 von 10 als Album. War es bei mir auch erst, habe ich dann aber nochmal leicht angepasst. Mhm. Du hast alles richtig, was du gesagt hast. Es geht auch immer so ein bisschen darum, für mich persönlich zumindest, was will die Platte sein, was will die Musik von denen sein? Ja, wollen die das? Natürlich weiß ich nicht, mit welcher Intention die Musiker ins Studio gehen. Aber ich interpretiere Fiddlers jetzt einfach mal so, dass sie auch einfach leichtere, spaßigere Musik machen wollen. Und da gefallen mir einige Songs ziemlich gut. I Don't Like Alcohol und May the Road Rise Up to Meet You unter anderem und auch The Parting Glass, was nochmal in eine andere Richtung geht, dann weniger weniger dieses schnellere, fröhlichere, sondern so ein bisschen gedrungener. Ja. Es sind nichtsdestotrotz einige spaßige Nummern drauf auf der Platte. Es kann sein, dass sich das noch ändert, aber bei den ersten Durchläufen habe ich dann gedacht, es fehlt vielleicht so die große Krachernummer, One Fine Day zum Beispiel von denen. Was ja jetzt auch von Universum 25 nochmal gecovert worden ist, ja genau. Gecovert und eingedeutscht worden ist. Das ist zum Beispiel eine richtig fette Nummer, wie ich finde. Da kann aber zum Beispiel eventuell auch mal Fairy of the West, aber also ich sehe I Don't Like Alcohol oder May the Road Rise Up to Meet You, was jetzt natürlich in eine völlig andere Richtung geht als One Fine Day. Die können aber noch zu dieser Krachernummer in ein paar Monaten werden. Also ich könnte ich grätsche noch mal kurz dazwischen. Es gibt so, wenn du sagst, so diese Nummern, diese markanten Nummern, die so hängen bleiben würden, würde ich mich jetzt, wenn ich mal zwei Nummern rauspicken würde, würde ich mich tatsächlich auf die ersten beiden Singles festlegen. Shanghai to Portsmouth und The Bog. Das sind, glaube ich, so die, wo ich sagen würde, okay, wenn ich zwei Songs aus dem Album nehmen würde, würde ich sagen, das hätte am meisten repräsentatives Potenzial, so ein bisschen, sagen wir es. Ja, es geht mir gar nicht, bei diesen Kracher-Nummern geht es mir gar nicht um repräsentatives Potenzial, sondern einfach die Nummern, die ich dann nachher in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr immer noch abfeiere Ach so, ja, okay. Ne? Also jetzt die Über-Highlights, sag ich mal. Ne? Also das ist eher so, auch wenn die Bewertungen jetzt auch bei mir teilweise auseinandergehen, ist es überwiegend auch mit einem relativ ähnlichem Niveau. Mhm. Es fängt inzwischen an, nach dem vierten, fünften, sechsten Mal hören, da ja auch die Bewertung, die ich teilweise gestern noch eben fix angepasst hatte. Ansonsten kam die Mitschrift schon von Samstag. Okay. Und da war das Album gerade mal einen Tag raus. Deswegen, es fängt so langsam an, dass sich das so ein bisschen mehr so rauskristallisiert, was auch normal ist, wenn man so ein Album häufiger mal hört, was dann so die Speerspitzen von der Platte sind und was mehr so vielleicht ein bisschen abfällt. Ja. Und das muss man jetzt erstmal abwarten, wie sich die Platte dann nochmal so entwickelt, was so in drei Monaten ist. Also ich habe auch diverse Male hier schon Platten bewertet und dann habe ich sie danach vielleicht nochmal einmal kurz gehört, dann aber auch oft nicht wieder, weil wir dann andere Alben hatten, aber es gibt ja auch so Alben, die du dann irgendwann mal, wenn du gerade keine Album in der Review hast, die du dann gerne nochmal reinschmeißt. Ja, genau, sowas. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Fiddlers The Green Machine so eine Platte wird. Mhm. Weiß ich jetzt aber noch nicht. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es hat jetzt nicht die längste Spielzeit, aber wenn man ständig im Tempo 300 BPM unterwegs ist, dann ist man auch relativ schnell durch mit dreimal Vers, dreimal Chorus und noch ein Instrumentalpart. Jetzt habe ich es unfallfrei ausgesprochen. Ui. Jetzt konnte ich es auch ablesen. Jetzt stand es da auch. ich finde grundsätzlich, so kann das neue Jahr starten, beziehungsweise das alte enden, wie man auch will, aber das musikalische Jahr endet für mich ja schon ab. Was hast du? Ich bin wieder gegen den Tisch gekommen. Lass meinen Schreibtisch stehen, verdammt nochmal. Nun sei mal froh, dass ich nicht mehr den Monitor wie in deiner alten Wohnung in Lingen runterruppe. Ja, ja. Und dass ich jetzt nur das Tischbein treffe mit meinem Knie. Ja, ich werde schon merken, wenn es scheiße war. Wo alles an Monitoren trotzdem am Wackeln, am Scheppern ist, wie Sau. Ja, aber die stehen doch hier sehr, sehr stabil. Ja. Also der große Monitor in der Mitte, wo ich meine Mitschrift drauf habe, da kann nicht viel passieren. Da ist rechts daneben ein Drucker. Ich habe eine Links-Rechts-Spiegel, muss ich dazu sagen. Es ist aller Voraussicht nach rechts daneben ein Drucker. Es ist aller Voraussicht nach links daneben ein Monitor, vielleicht auch andersrum und dahinter eine Wand und davor sitzen wir. Da kann nicht viel passieren. Ja, und der andere Monitor ist schon ziemlich klein. Unverhofft kommt oft. Nun. Ich hab, wann ist denn deine Bewertung von dem Album? Ja.
wäre ich jetzt so gekommen, wenn du mich nicht unterbrochen hättest. Wenn du nicht mein Inventar hier abreißen würdest, ne? Ich reiß hier doch nur, es wackelt doch hier gar nichts. Also, was hast du denn jetzt? Also, du bist echt ein bisschen sensibel geworden über die Feiertage. Ja. Also, was, ich weiß nicht, ob das jetzt, ne? Ich finde, es ist ein guter Start ins neue Jahr für uns. Es ist ein gutes Outro aus dem letzten Jahr, aber jo. Es ist ja für mich und musikalisch das Jahr ja mit Weihnachten auf, mit dem La Awards. Genau. Und dann fängt ja schon das neue an, obwohl das alte eigentlich noch ist, auch egal. So, ich bin bei 8,5 von 10. Fast wäre es wieder passiert. Nee, da habe ich tatsächlich einfach nur mich gerade beim Sprechen fast überschlagen und das will bei mir schon was heißen. Ui. Ja, nee, ich war erst bei 8, bin jetzt bei 8,5 von 10. Kann man schon mal. Schönes Album. Ja. Auch wenn die Printmedien das mal anders sehen. Ja, nein, also das ist schon mal ein schönes Album. Aber auf jeden ich Fall. Glaube, ich glaube, es war die keine Ahnung haben, die schreiben Metal Hammer. Das habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt. Ja, irgendwie so hast du das, glaube ich, rausgehauen. Stimmt. Aber nichtsdestotrotz. Hört euch das Album an und entscheidet selber, wer mehr Ahnung hat. Richtig. Ich maße mir jetzt nicht an, dass ich irgendwie mehr Ahnung habe als irgendwie anders. Aber, ne? Macht es einfach mal. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass wir dann schon mal einen sehr, 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 sehr soliden, schönen Start ins neue musikalische Jahr, also für uns jedenfalls auf jeden Fall haben. Und von daher kann man. Ja, das habe ich auch vorhin fünfmal gesagt. Also kann man auf jeden Fall geben. Also danke, dass du es bestätigt, dass man das so sagen kann. Sei ja. Und wir haben auch, glaube ich, genug gesagt, Satan, weißt du, wir haben 2 Wochen Pause gemacht oder was? Und jetzt sind wir schon wieder bei. Wir haben wieder alte Folgen. Ich bin mit der Intention hier angekommen, wir reden über ein Musikalbum, was 39 Minuten geht. Das haben wir. Ich meine, okay, dein Verriss über den Metal Hammer, oder dein Auskotzen über die Bewertung, die im Metal Hammer abgebildet war, hat natürlich allein schon mal eine Viertelstunde gedauert. Sonst wären wir bei soliden 90 Minuten unterwegs gewesen. Nun. Aber. Nichtsdestotrotz, also hoffen wir mal, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und sagen. Natürlich, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Denkt dran, wie gesagt, be a friend, tell a friend, teilt, liked, abonniert die Glocke auf allen Plattformen. I don't like Alkohol, aber be a friend, ne? Ja, genau. Ne? Kommt zu uns in den WhatsApp-Kanal dazu, YouTube-Videos, so wie so ein paar Neuigkeiten haben wir da ja drin gepackt jetzt. Ladet eure Schwiegermutter oder eure Mutter in den oder eure Oma in den WhatsApp-Kanal der Musiklaber-Allianz ein, auch wenn sie bislang nur WhatsApp hat mit nur Heintje und ich weiß gar nicht, wie die ganzen Schlagergrößen alle heißen hören. Ja, ne? Vielleicht gefällt denen ja auch noch andere Musik. Genau. Das stelle ich mir gerade lustig vor. So eine 80-jährige Oma, die zu I Don't Like Alkohol abgeht. Aber ich will nicht Videos sehen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ladet eure Freunde ein, die das vielleicht auch gerne hören wollen. Also das, was wir erzählen. Und natürlich auch, was musikalisch sich so gerne mal einen Tipp abholen wollen. Ihr wisst ja, je mehr, desto lustiger. Ja. Ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Die müssen ja jetzt nicht unbedingt alle hier ins Studio kommen, weil dann müssen nämlich, je mehr das so lustiger, dann wird es bald eng. Jetzt knapp, müssen wir mal erweitern. Ja. Du hast schon Pläne? Expansionspläne. Nun, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja, Sven, haben wir noch was? Nee, wir sind fertig. Im Kern und drumherum. Und drumherum. Nein, 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 Kevin, im Kern sind wir fertig. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Bis denn, Kevin und Sven.